Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 145 vom 10. Juni 2019. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr eure Hörgeräte wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Philipp Banse, Journalist und Podcaster, und wie immer mit dabei ist der Ulf. Ja, hallo, hier ist Ulf Burmeier, auch von meiner Seite herzlich willkommen bei dieser Lage der Nation. Wir begrüßen euch mit einem kleinen Inhaltsüberblick über die kommende Folge. Wir werden euch was erzählen zum frisch beschlossenen Einwanderungsgesetz, das die GroKo durch den Bundestag gebracht hat. Bundesrat muss, glaube ich, noch zustimmen, aber der Bundestag hat das am vergangenen Freitag geschafft. Wir reden über die Lage der Bundesregierung nach dem Abgang von Andrea Nahles als SPD-Chefin. Wir fragen uns, warum uns eigentlich der eskalierende Handelskrieg zwischen USA und China interessieren muss, haben dazu ein Interview geführt mit Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und zum netten Ausklang reden wir noch über drei Mordfälle, die in letzter Zeit die Medien und die Menschen in Deutschland beschäftigt haben. Werbung. Ihr müsst eure Steuererklärung seit diesem Jahr ja schon Ende Juli abgeben. Ihr habt aber vielleicht keine Zeit oder keine Lust, eure Steuern selber zu machen. Müsst ihr auch nicht. Ihr könnt eure Steuern machen lassen von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe, der VLH. Die VLH gibt es schon seit über 45 Jahren und sie ist Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein mit mittlerweile 1 Million Mitgliedern, 3000 Beratungsstellen bundesweit und eben auch Beratern in eurer Nähe. Die VLH ist somit eine prima Alternative zum Steuerberater, wenn es um eure Einkommensteuererklärung geht, denn die Kosten sind sozial gestaffelt und von eurem Einkommen abhängig. Ihr müsst nur Mitglied werden. Die Aufnahmegebühr von 10 Euro wird Lagehörern und Hörerinnen erlassen, wenn ihr bis zum 31.12., also bis Ende des Jahres, einen Beratungstermin vereinbart, bei dieser Beratung dann Mitglied werdet und das Codewort Podcast fallen lasst. Weil die VLH gerade feiert, dass sie schon 1 Million Mitglieder hat, könnt ihr auch etwas gewinnen, nämlich satte 2019 Euro. Wie das geht und was ihr dafür tun müsst, findet ihr auf dankevlh.de. Also mitmachen lohnt sich doppelt als Mitglied der VLH und beim Gewinnspiel 2019 Euro gewinnen. Klickt euch mal rein bei dankevlh.de. Werbung. Wir fangen aber an mit dem Einwanderungsgesetz. Wir haben das jetzt hier mal an den Anfang gesetzt, weil ich mich so ein bisschen an meine Schulzeit erinnert habe, ehrlich gesagt. Also Ende der 90er oder Anfang der 90er, da können sich noch einige dran erinnern. Da gab es ja diesen berühmten Asylkompromiss, berühmt-berüchtigt, weil das Recht auf Asyl in Deutschland damit doch erheblich eingeschränkt wurde. Und da, ich habe 92 Abi gemacht und irgendwie in dieser Zeit dann auch vielleicht war es sogar der erste Artikel für eine öffentlich zugängliche Zeitung. Und da ging es um einen Kommentar irgendwie zu diesem Asylkompromiss und eine Forderung in diesem Kommentar war, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Philipp, ein Urgestein der Einwanderungsdebatte. Ja, so ein bisschen. Also damals war schon die Forderung, hey, wenn wir müssen den Leuten eine andere Möglichkeit geben, nach Deutschland zu kommen, als jetzt zwangsläufig Asyl zu beantragen. So, und jetzt ist es also verabschiedet. Wir haben, wie gesagt, ja schon viele Möglichkeiten, nach Deutschland einzuwandern, aber sagen wir mal, das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, so wie es heißt, ist jetzt so das Erste, was so ein bisschen auch vielleicht den Namen im Titel trägt. Und die Union hat ja auch lange behauptet, Deutschland sei kein Einwanderungsland und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so kritisch man dieses Gesetz betrachten kann, wie wir das ja vielleicht auch gleich machen, sag mal, das ist schon ein wichtiger Schritt, um Menschen aus Nicht-EU-Ländern, darum geht es jetzt, den Weg nach Deutschland zu ebnen. Es geht also um Nicht-EU-Länder. Und da muss man sagen, das haben wir auch schon damals, als wir die Eckpunkte besprochen haben zu diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, haben wir das damals ja auch schon gesagt. Bisher gilt ganz viel nur für Akademiker. Also die können hierher kommen, um Job zu suchen, die können hierher kommen, um zu studieren, die können, wenn sie einen Job haben, auch hier arbeiten und so. Da ist relativ viel geregelt. Das wurde aber bisher kaum genutzt. Also es sind wohl nur 10% der Einwanderung aus Drittstaaten nach Deutschland über die Werkzeuge dieser Arbeitsmigration erfolgt. Also 2017 sind das in Zahlen 60.000 Menschen, die hierher gekommen sind, 22.000 sind aber auch wieder raus. Also netto sind 2017 38.000 Menschen über diese Gesetze und Möglichkeiten der Arbeitsmigration nach Deutschland gekommen. Und das ist natürlich in einer
Volkswirtschaft mit, weiß ich nicht, 90 Millionen Einwohnern nicht so wahnsinnig viel. Ja, Anfang 80 Millionen sind es, so 81, 82, ne? Aber trotzdem. Aber trotzdem, also das ist nicht viel. Und jetzt hat also der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was, finde ich, erstmal so vom Big Picture so ein paar ganz gute Ansätze hat. Also das Ziel ist jetzt nicht mehr offensichtlich die Abschottung des deutschen Arbeitsmarktes, sondern eben wirklich ganz bewusst die Anwerbung von Menschen eben auch mit normalen Ausbildungen. Also nicht nur Akademiker, sondern eben auch Facharbeiter und Leute, die eine Ausbildung haben. Das klingt erstmal gut, denn allen ist ja klar, wir brauchen Einwanderung für die Sozialsysteme, weil hier alle Leute immer älter werden. Wir suchen Fachkräfte. Ich war jetzt zum Beispiel gerade, Ulf, in Beverungen ein paar Tage. Wo ist Beverungen? Ostwestfalen, also an der Grenze, an der Weser, Grenze Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Und da waren wir essen in so einem Fischrestaurant. Und die haben gesagt, wir verlieren Umsatz, weil wir keine Fachkräfte finden. Wir haben unseren Fischwagen verkauft, mit dem wir bisher immer Fisch verkauft haben. Wir finden einfach niemanden, der das macht. Wir können auch hier in dem Restaurant nicht mehr so viel Fisch verkaufen, wie wir es eigentlich gerne hätten, weil wir einfach niemanden finden, der diese Jobs macht. Und die verlieren richtig Umsätze. Und insofern ist es jetzt ganz gut, dass es sozusagen ein Gesetz gibt, was dieses Problem mal angeht. Und es ist also jetzt die Regelung, dass Fachkräfte, also nicht nur Akademiker. Ja, aber warte mal. Ja. Also wir müssen noch mal ganz kurz uns die Frage stellen. Es wird immer ganz viel vom Mangel an Fachkräften gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es aber ja trotz hoher Beschäftigungsquoten immer noch eine ganze Reihe von Menschen, die bereits in Deutschland leben, die aber keinen Arbeitsplatz haben. Ja, also Menschen, die zum Beispiel im Hartz-IV-Bezug sind. Klar, die vielleicht sind die auch nicht alle arbeitsfähig, aber was ist denn mit denen? Könnte man denn mit denen nicht die freien Stellen besetzen? Ja, also erstmal passen die nicht alle auf die Stellen, die frei sind. Es gibt halt da Vermittlungsprobleme, nicht allen ist das zumutbar, nicht viele wollen das nicht. Also es ist, glaube ich, einfach auch schwer möglich, dass man wirklich alle passend auf die offenen Stellen vermittelt. Da gibt es halt viele Vermittlungshindernisse. Es gibt Langzeitarbeitslose, die einfach oft auch psychische Probleme haben und die eigentlich so eine individuelle Betreuung eigentlich bräuchten, um wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und die mit denen kann man einfach häufig solche offenen Stellen nicht einfach so bestücken. Und so gibt es halt diese Lücke. Das ist ja eine bekannte Kritik einfach, ne, an dieser Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland, dass man damit im Grunde nur quasi den Druck vom Arbeitsmarkt nimmt, um es den Arbeitgebern zu erleichtern, Leute aus dem Ausland ranzuholen, damit sie sich aber nicht mehr die Mühe machen müssen, Leute zu qualifizieren im Inland. Ne? Das ist ja eine Kritik, die man auch immer hört. Aber gut, das nur vielleicht als Hintergrund dieser Diskussion. Natürlich kann man immer auch fordern, Arbeitslose hier besser wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ich glaube nur, dass halt auch langfristig, glaube ich, da habe ich jetzt wenig Gegenteiliges gehört, wenig daran vorbeiführt, Menschen aus dem Ausland die Möglichkeit zu geben, hier zu arbeiten. So, weil wir auf lange Sicht da einfach eine zu alternde Gesellschaft sind und die braucht einfach Nachwuchs für die Sozialsysteme und für den Arbeitsmarkt in vielen Bereichen. Und jetzt also dieses Gesetz. Und das sieht also vor, dass Fachkräfte in Deutschland arbeiten können, wenn sie an Hochschul, das war schon bekannt, oder eben auch einen Berufsabschluss aus dem Heimatland haben. Das Problem ist, diese Abschlüsse müssen als gleichwertig einer deutschen Ausbildung anerkannt werden. Und sie müssen über einen Arbeitsvertrag verfügen, der ihrer Ausbildung eben entspricht und ihrer Qualifikation entspricht. Also da muss eine ganze Menge zusammenkommen, da sagen wir auch nochmal was. Also man kann hier arbeiten, wenn man eben diesen Arbeitsvertrag in der Tasche hat, aber es gibt eben auch weitere Möglichkeiten, hierher zu kommen, zumindest für eine Zeit. Nämlich zum Beispiel, wenn man eine Arbeit suchen will, wenn man sich einen Ausbildungsplatz zum Beispiel suchen will, wenn man sich eben diese Abschlüsse aus Senegal oder wo immer man auch herkommt, hier in Deutschland als einem deutschen Abschluss gleichwertig anerkennen lassen will. Oder man kann hier auch eben eine Ausbildung absolvieren. Wobei der Witz dabei natürlich ist, dass viele dieser Möglichkeiten auch schon im geltenden Recht durchaus gegeben waren, nur eben unter einschränkenden Bedingungen. Also man muss so ein bisschen, glaube ich, bei diesem Gesetz im Hinterkopf haben, das ist jetzt nicht alles völlig neu, aber es sind bestimmte Fußangeln weggefallen, die es früher gab und die früher diese Arbeitsmigration erschwert haben. Philipp, was sind denn die wirklichen Neuerungen? Also die wirklichen Neuerungen sind
vor allen Dingen betreffen das die Leute mit beruflichen Abschlüssen, also mit einer Ausbildung. Da war es bisher so, dass die zwar auch schon, also solche Leute zwar auch schon nach Deutschland kommen konnten, aber dass es eben eine Engpassbetrachtung gab, wie das so hieß, eine Positivliste. Also das galt vor allen Dingen für Berufe, die hier besonders gefragt waren, wie zum Beispiel Pfleger, Pflegerinnen. Da konnten Leute auch mit einer Ausbildung hier schon herkommen und arbeiten. Und diese Engpassbetrachtung, die soll jetzt wegfallen. Das heißt also prinzipiell können alle mit einer Ausbildung, die einer deutschen entspricht, etc., habe ich gesagt, hierher kommen, Platz suchen, arbeiten. Das zweite ist, die wichtige Veränderung ist, es fällt diese sogenannte Vorrangprüfung weitgehend weg. Das war diese Ansage an Arbeitgeber war, du musst nachweisen, dass du diesen Job, den du vergeben willst, dass der von keinem Deutschen oder EU-Ausländer erfüllt werden kann. Das war nie ein richtig riesen fundamentales Problem, aber es war schon auch eine Hürde und die wird jetzt abgeschafft. Das ist sicherlich auch gut. Und drittens gibt es eben jetzt die Möglichkeit für die Arbeitssuche von Leuten, die eben einen beruflichen Abschluss haben. Also bisher konnten halt Akademiker für die Arbeitssuche herkommen und jetzt geht es aber auch für Leute, die eben ja berufliche Abschlüsse haben, Handwerker, Schlosser, keine Ahnung. Das heißt mit anderen Worten, es sind eine ganze Reihe von bürokratischen Hürden abgebaut worden. Das heißt, das sind die wirklichen Neuerungen. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass schon relativ hohe Hürden bleiben. Das eine ist, dass prinzipiell nur eine anerkannte Berufsausbildung zur Migration nach Deutschland berechtigt. Wie gesagt, in bestimmten Situationen geht es auch zum Zwecke einer Ausbildung. Aber im Grundsatz braucht man weiterhin eine Berufsausbildung. Die muss anerkannt werden. Und da kann man sich vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel im Senegal eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht hat, dann wird es nicht ganz einfach sein, den Nachweis zu führen, dass diese Ausbildung der Ausbildung einer deutschen Krankenschwester, ich glaube Krankenpflegerin heißt der Beruf offiziell, tatsächlich gleichwertig ist. Das heißt also, da wird viel von der Verwaltungspraxis abhängen, ob das denn tatsächlich eine Hürde ist oder ob man zum Beispiel als Mensch aus dem Senegal diese Hürde auch tatsächlich nehmen kann. Und eine zweite Hürde, die glaube ich, in dieselbe Richtung geht, sind die Deutschkenntnisse. Ne? Also da wird das Niveau B1 gefordert und da sagen manche, dass man dafür rund 800 Stunden Deutschunterricht nehmen muss, bis man dieses Niveau B1 erreicht hat. Und das ist natürlich aus dem Ausland heraus auch nicht so ganz einfach, um nicht zu sagen, fast nicht zu machen. Und bisher ist es wohl so, dass etwa 90% der Menschen, die nach Deutschland einwandern, keine oder nur sehr schlechte Kenntnisse der deutschen Sprache haben. Das heißt also, das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen. Das liest sich auf dem Papier erstmal alles ganz gut, was in diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz steht. Aber in der Praxis ist doch sehr die Frage, ob das denn tatsächlich dazu führt, dass in nennenswerter Zahl Fachkräfte ins Land kommen. Ja, absolut. Also das gerade mit dieser Berufsausbildungsanerkennung. Es gibt in Deutschland aktuell 1500 Stellen, die dafür zuständig sind. 1500 Stellen. Das soll mit dem Gesetz zwar zentralisiert werden, das soll da so eine Clearingstelle geben und jedes Land soll da bestimmte Institutionen einrichten, damit das einfacher wird, aber ob das wirklich einfacher wird, inwieweit, wie aufwendig diese Einzelfallprüfungen dann sind mit irgendwelchen obskuren Ausbildungen aus dem Ausland, das muss ich erst noch zeigen und das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung von der Bundesagentur für Arbeit sagt, also da ist sehr wahrscheinlich, dass das, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig viel bringen wird. Man muss auch noch dazu sagen, dass sehr viel dafür getan wird, um die Sozialkassen zu schützen, also wenn denn Leute mit einer Ausbildung hierher kommen, dann gilt, dass zum Beispiel über 45-Jährige nur nach Deutschland kommen dürfen, wenn sie mehr als 3.700 Euro im Monat verdienen oder sie müssen schon eine Altersvorsorge aufgebaut haben ab 45, weil halt verhindert werden soll, dass sie einfach in die Rente einwandern. Aber das viel Entscheidendere ist sozusagen, selbst wenn du all diese Voraussetzungen erfüllst, Ausbildung, anerkannt, Deutschkenntnisse, Arbeitsvertrag, dann gilt, du kriegst eine Aufenthaltserlaubnis, die erstmal für 4 Jahre gilt. Danach können die Zuwanderer eine unbefristete Erlaubnis bekommen, wenn sie immer noch einen Job haben und 48 Monate lang in die Rente eingezahlt haben. Sie dürfen also in dieser Zeit streng genommen keinen einzigen Monat ohne Beschäftigung gewesen sein, um einen Ausblick auf eine unbefristete Erlaubnis zu bekommen. Und das bedeutet, dass ein Wechsel zum Beispiel des Arbeitgebers de facto unmöglich ist, weil du darfst einfach keinen Monat ohne Renteneinzahlung da haben. Also sobald eine Lücke entsteht, riskierst du im Grunde deinen Status. Ja, riskierst du deinen Status und verbaust dir quasi eigentlich die Möglichkeit, eine unbefristete Erlaubnis zu bekommen nach 4 Jahren.
Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja eine extrem hohe Hürde. Und da fragt man sich so ein bisschen auf den ersten Blick, warum ist das eingebaut worden? Und auf den zweiten Blick versteht man es dann, weil das natürlich dazu führt, dass die Menschen dann als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen absolut dem Arbeitgeber ausgeliefert sind. Ne? Das heißt, sobald der Arbeitgeber ihnen kündigt, haben sie ein riesengroßes Problem. Denn wenn sie dann nämlich auch nur einen Tag in keinem Arbeitsverhältnis sind, dann riskieren sie ihren dauerhaften Aufenthalt. Ne? Das kann man sich genau vorstellen, zu was für Verhandlungspositionen, das für diese Menschen führt, wenn es irgendwie Stress gibt mit dem Arbeitgeber. Genau, kritisieren auch übrigens die Gewerkschaften. Wir haben euch mal verlinkt, diese Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, und die sagen halt, ist schon im Prinzip generell richtig, Kurswechsel, nicht mehr Abschottung, sondern Integration in den Arbeitsmarkt, aber unterm Strich wird der Effekt sehr gering, wenn überhaupt spürbar sein, weil eben diese Hürden so hoch sind und weil Deutschkenntnisse gefordert sind, weil die Ausbildung anerkannt werden müssen. Eventuell droht halt eine große Bürokratie. Und die sagen, besser wäre es eigentlich, Teilanerkennung zu machen. Also, dass du sagst zum Beispiel, ja, ich habe eine Ausbildung, weiß ich nicht, Senegal oder sonst wo gemacht, Tunesien, und die kann ich zwar nicht vollständig hier anerkennen lassen, aber zumindest teilweise zum Beispiel. Oder dass Praxiserfahrung anerkannt werden müsste. Es gibt ja viele Länder, da machen die Leute super Jobs und gute Arbeit, haben aber nie eine Ausbildung gemacht und haben aber gute Praxiserfahrung. Das müsste auch irgendwie anerkannt werden. Und am überzeugendsten finde ich eigentlich das Argument nach einem Punktesystem, dass man halt sagt, wie andere Länder auch, du hast nicht 3, 4 harte Kriterien, harte Hürden, über die jeder Einzelne, jeder rüberspringen muss. Jede Hürde muss übersprungen werden, sondern dass du sagen kannst, ja, wir haben Punkte und für jedes Kriterium gibt es Punkte und du kannst Kriterien, die du super drauf hast, Sprache beispielsweise nutzen, um Kriterien, die du nicht so toll erfüllst, wie Ausbildung, überzukompensieren und so doch das Recht auf Einwanderung zu kriegen. Also was halt fehlt, ist wirklich das, was wir auch in der Lage damals gefordert haben, so ein wirklich Zusammenfassung, transparentes, übersichtliches Einwanderungsgesetz, das von jedem verstanden werden kann und wo jeder auch abschätzen kann, wie groß seine Chancen sind, hier eigentlich einzuwandern. Und das funktioniert nicht. Es ist einfach noch viel zu komplex, viel zu schwer vorherzusehen, ob deine Ausbildung anerkannt wird oder nicht. Also das sagt auch das IAB, da ist der Effekt gering. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Glas halb voll oder halb leer. Ich würde sagen, auch wenn das Gesetz so wie es ist wahrscheinlich wenig Effekt haben wird, weil die Hürden so groß sind, ist es doch zumindest ein erster Schritt, vor dem man sagen kann, es gibt halt diesen leichten Paradigmenwechsel und die Hürden abzusenken wäre dann der nächste Schritt. Ja, es wäre dann der nächste Schritt. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein typisches Beispiel dafür, wie in der Großen Koalition Gesetze gemacht werden. Die Union hat letztlich ja zugestimmt diesem Gesetz, hat sich das zwar hart abhandeln lassen, dazu kommen wir gleich noch, aber hat jedenfalls erstmal irgendwie zugestimmt. Das heißt also, auf den ersten Blick scheint es ein Erfolg auch gerade der SPD zu sein, die dieses Gesetz jedenfalls deutlich gefordert hat, formal also quasi ein Pluspunkt für die SPD, aber im Ergebnis jedenfalls bisher wahrscheinlich noch nicht, einfach weil die Union, wie so oft, ganz viele Hürden im Kleingedruckten versteckt hat. Das merkt man, das haben wir ja schon in der Lage an ganz vielen Stellen bemerkt, dass das so die Taktik der Union ist, man sagt vorne raus ja, hinten herum baut man dann aber in die entsprechenden Gesetze so viele Fußangeln ein, ja, bei der Mietpreisbremse zum Beispiel kann man das sehen, oder viele Jahre auch bei diesen WLAN-Regulierungen beziehungsweise WLAN-Störerhaftungsgesetzen, da werden dann eben Fußangeln eingebaut, sodass im Ergebnis der Effekt doch nicht eintritt. Aber Philipp, ich glaube, das ist schon so, wie du sagst, es ist eben doch irgendwo ein kleiner Kurswechsel damit verbunden und man kann dann ja zum Beispiel Hürden in Zukunft abbauen und schauen, wie es funktioniert. Interessant ist an dem Ganzen auch, dass das ja ein Gesetz ist, das eben auch ein ganz erheblicher Teil der Klientel der Union gefordert hat. Also gerade viele Unternehmensverbände oder Unternehmerverbände haben dieses Gesetz ja eben auch gefordert, eben einfach, weil sie sagen, wir brauchen diese Menschen, die nach Deutschland einwandern, um unsere Arbeitsplätze zu besetzen. Und insofern denke ich mal, war der Druck einfach auch sehr groß auf die Union. Ein großes Problem müssen wir allerdings noch ansprechen, Philipp. Ne? Das ist nämlich das Stichwort Spurwechsel. Den wird es wohl weiterhin nicht geben. Nein, den gibt es nicht nach diesem Gesetz. Also, sondern es gibt stattdessen eine 2-jährige, wie das so heißt, Beschäftigungsduldung. Vielleicht ganz kurz, was soll das eigentlich, Spurwechsel? Das Stichwort haben wir ja lange nicht mehr erklärt. Also, es gibt in Deutschland ungefähr 131.000 Geduldete zum Stichtag 31.08.2018. 131.000 Menschen ungefähr im erwerbsfähigen Alter, die geduldet sind. Und da ist sozusagen die Frage, was machen wir mit denen? Ja, die sind halt geduldet und können mehr oder weniger jederzeit abgeschoben werden, wenn sich bei ihnen in der Heimat irgendwas ändert. Und da war halt die Frage, kriegt man die nicht
wenn man so ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz macht, auf so eine Schiene, wo sie die Perspektive haben, einen richtigen und vielleicht auch dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland zu bekommen. Einfach, weil sie geduldet sind, zum Teil mehrere Jahre, arbeiten vielleicht schon, sind hier integriert und denen droht aber immer die Abschiebung, weil sie eben nur geduldet sind. Und da ist die Frage, kriegt man einen Spurwechsel, kriegt man für sie einen Aufenthaltsstatus? Und den wird es erstmal so nicht geben, sondern was die Koalition jetzt vereinbart hat, heißt Beschäftigungsduldung. Und danach gilt, wer mindestens 1,5 Jahre einer Arbeit mit mindestens 35 Wochenstunden nachgeht, also mehr oder weniger eine Vollzeitstelle, und seit mindestens 1 Jahr geduldet wird, kann diese Beschäftigungsduldung erhalten. Und dafür muss aber seine Identität eindeutig geklärt sein. Es müssen keine Vorstrafen da sein. Die Sprachkenntnisse müssen vorhanden sein. Und da sagt das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, ist eine leichte Verbesserung, aber die Unsicherheit bleibt halt. Also du hast trotzdem halt diese Duldung und die kann jederzeit beendet werden. Und deswegen ist es kein wirklicher großer Fortschritt, weil diese Rechtsunsicherheit bleibt. Und sie sagen, eine bessere Idee wäre eigentlich ein Spurwechsel mit Stichtag, um so einen Pull-Effekt zu vermeiden. Vielleicht mal ganz kurz, Philipp, nur das ist ja, weil das bisher, glaube ich, noch nicht deutlich geworden ist. Also wir haben auf der einen Seite eben jetzt ein Gesetz, das erleichtern soll, dass Menschen, die noch nicht in Deutschland sind, nach Deutschland einwandern, weil sie hier möglicherweise gebraucht werden. Wir haben aber schon 131.000 Menschen in Deutschland, die zwar kein Bleiberecht haben, die aber auch nicht nach Hause geschickt werden können. Das ist das jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, die Idee bei der Duldung, weil ihnen zu Hause irgendwelche Gefahren drohen. Ja, man kann sie quasi nicht in ihren Tod schicken. So, und jetzt ist die Frage, kann man nicht einfach quasi mit diesen 131.000 Leuten, die aus ganz anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind, nämlich als vermeintlich Geflüchtete, hat sich aber jetzt irgendwie nicht herausgestellt, dass sie wirklich ein Bleiberecht als Geflüchtete haben, kann man nicht einfach diese 131.000 Leute quasi in das neue geschaffene Immigrationsprogramm reinstecken? Dann müssten nämlich gar nicht erst neue Leute nach Deutschland kommen, sondern dann könnte man die Stellen vielleicht mit Menschen besetzen, die längst hier sind, die schon ansatzweise integriert sind, die vielleicht auch schon ein bisschen besser Deutsch können. Das ist so ein bisschen diese Idee. Ja, und da gab es lange einen politischen Streit. Also gerade die SPD fand das häufig eine sehr, sehr gute Idee. Frei nach dem Motto, die sind doch schon hier, die haben doch schon soziale Bindungen, sollen denn die nicht lieber herbleiben, anstatt dass wir neue Leute holen. Die Union hingegen hat immer sehr viel Wert gelegt auf den Abschreckungseffekt. Sie hat immer gesagt, das kann ja nicht sein, dass man nach Deutschland kommt, sagt, ich bin verfolgt, ja, durch einen Krieg oder aus sonstigen Gründen, ich bin verfolgt, ich bin Refugee, ich muss hierbleiben. Und wenn das dann quasi nicht funktioniert hat, dann mit einmal zu sagen, okay, wenn das so ist, dann bin ich ab heute Arbeitsmigrant. Ja, das heißt also dieses Spiel mit doppelten Karten, das wollte die Union immer vermeiden. Und jetzt ist so die Frage, gibt es einen Spurwechsel, ja oder nein? Und Philipp hat es gerade beschrieben, es gibt ihn eigentlich nicht, sondern nur mit ganz hohen Hürden, die wir gerade schon beschrieben haben. Ja, aber auch nicht wirklich, weil du kriegst ja keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus. Auch mit dieser Beschäftigungsduldung bekommst du den nicht. Du bekommst eine Duldung. Aber das ist wieder kein richtiger Spurwechsel. Es ist kein richtiger Spurwechsel. Es ist einfach nur ein bisschen mehr Rechtssicherheit, weil ein bisschen klarer ist, unter welchen Umständen du eben länger in da geduldet werden kannst. Ja, das ist ein bisschen mehr Rechtssicherheit, aber es ist kein Spurwechsel. Und das IAB sagt, besser wäre gewesen ein echter Spurwechsel mit Stichtag. Also zu sagen, Leute, die bis zum 31.08.2018 beispielsweise hier eingereistet und geduldet sind. So, das sind eben diese 131.000 mit dem erwerbsfähigen Alter. Dann sagen sie, von denen sind so ungefähr 25%, 33.000 Leute, auf die diese vorher beschriebenen Kriterien zutreffen, also bestimmte Zeit hier, 35 Stunden gearbeitet etc. pp. Und mit gemeinsamen Familienangehörigen sind das vielleicht 45.000 Personen, die für so eine Regelung in Frage kommen. Und da könnte man noch sagen, Leute, für diese 45.000, ihr kriegt einen regulären Aufenthaltsstatus, also keine Duldung, sondern einen regulären Aufenthaltsstatus, der auch nicht so einfach entzogen werden kann, der vielleicht auch irgendwann mal in einen dauerhaften Aufenthaltsstatus umgemünzt wird. Und weil es eben nur für Leute gilt, die bis zu einem bestimmten Stichtag hier waren und geduldet wurden, hat das nicht diesen Pull-Effekt für alle anderen auf der Welt, die sagen, okay, da kann ich erstmal Hallo sagen, ich bin Refugee, bin dann geduldet und dann bin ich Arbeitsmigrant. Genau. Also Pull-Effekt bedeutet auf Deutsch einen Effekt, der die Leute quasi nach Deutschland hineinzieht. Ne? Und damit meint man diese aufeinander aufbauenden zwei Wege hier zu bleiben. Erst als Refugee und dann als Arbeitsmigrant. Das soll eben gerade nicht sein. Ich finde das eine interessante Diskussion, Philipp, denn
da treffen aus meiner Sicht wieder Pragmatismus und Dogmatismus aufeinander. Ne? Wie gesagt, der Dogmatismus aus meiner Sicht jedenfalls bei der Union, die sagt, wir müssen alles vermeiden, was irgendwie nach einem Anreiz aussieht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, Pragmatismus, also zum einen kann man diesen Pull-Effekt ja schon dadurch vermeiden, dass man eben einen Stichtag einführt und sagt, das gilt nur für Leute, die schon hier sind. Aber auch aus pragmatischen Gründen, finde ich, spreche so viel für einen Spurwechsel, denn man muss ja einfach sich der Tatsache stellen, dass diese Menschen einfach sowieso in Deutschland sind und man hat jetzt einfach nur die Wahl, wie man sie arbeiten lässt oder eben auch nicht. Ne? Wenn man ihnen einen gesicherten Aufenthaltsstatus gibt, dann können sie arbeiten, dann bekommen sie einen Job, dann können sie für sich selber sorgen. Wenn man sie aber immer nur von einer wackeligen Duldung in die nächste steckt, dann ist es einfach unglaublich schwer, eine Ausbildung zu machen zum Beispiel, weil natürlich die Arbeitgeber dann auch sagen, naja, also eine Ausbildung dauert 2, 3, 4 Jahre, je nachdem, was es für eine Ausbildung ist. Ja? Und als Betrieb investiere ich einfach wahnsinnig viel in die Ausbildung eines Menschen. Und wenn der dann nach 1,5 oder 2 Jahren mit einmal in den Flieger gesetzt wird, ab nach Afghanistan, dann habe ich auch als Betrieb einfach wahnsinnig viel an Ausbildungsinvestitionen in diesen Menschen letztlich in den Sand gesetzt. Und deswegen ist das also nicht nur eine Forderung aus quasi sozialen Gründen oder aus humanitären Gründen, sondern es ist letztlich auch eine Forderung aus pragmatischen Gründen, so aus der Perspektive der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, dass man diesen Menschen doch eigentlich besser einen festen Status gibt. Ja, gut, ich meine, diese Beschäftigungsduldung, die sagt ja eben, du bist dann 30 Monate geduldet. Ja, aber die Frage ist halt einfach, können die dann hinterher auch noch in dem Betrieb arbeiten, weißt du? Für viele Betriebe sind die Ausbildungen ja Investitionen in einen Menschen und diese lohnen sich halt nicht, wenn der Mensch nach der Ausbildung gleich in den Flieger gesetzt Absolut. Wird. Aber dieses Gesetz halt wurde ja erkauft, Problem. Muss man sagen. Ne? Genau, das ist das Stichwort, auf das wir, also es ist sowieso schon, gerade aus der Perspektive Spurwechsel ist es ein wirklich ziemlich schmalspuriges Gesetz. Es ist auch aus der Perspektive Einwanderungsgesetz haben wir eben erläutert, einerseits ein Paradigmenwechsel, aber mit vermutlich erstmal begrenztem Effekt. Aber also auch dieses sehr Gesetz, gering, wenn überhaupt Effekt. Ne? Sehr, also. Ne, wenn überhaupt. Aber auch dieses Gesetz hat sich tatsächlich die Union noch abkaufen lassen mit massiven Verschärfungen im Bereich Abschiebungsrecht. Ja, es ist also quasi ein Paket geschnürt worden, Fachkräfteeinwanderungsgesetz, gegen das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Der Punkt ist, diese Änderungen sind relativ komplex und wir wollten in dieser Lage nicht ausschließlich über das Migrationsrecht sprechen, wollten aber auf der anderen Seite dieses geordnete Rückkehrgesetz auch ausführlich diskutieren und insbesondere die politischen Probleme, die das mit sich bringt. Deswegen haben wir diesen Block jetzt geteilt. Ja, wir haben jetzt also zunächst über die Arbeitsmigration gesprochen. In der nächsten Folge, in der kommenden Woche, sprechen wir dann über Seehofers Abschiebungspaket. Einfach, wie gesagt, damit die Lage nicht nur mit einem Thema gefüllt wird. Genau. Kommen wir also zum nächsten Thema und das ist die Lage der Großen Koalition nach dem Abgang von Andrea Nahles. Du hast es gesagt, Philipp, Andrea Nahles ist von allen politischen Ämtern zurückgetreten, sowohl von ihrem Amt als Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, als auch von ihrem Amt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und sie will sogar ihr SPD-Bundestagsmandat zurückgeben. Das heißt also, Andrea Nahles scheidet mit Ende 40 aus der Politik, jedenfalls vorerst aus, mit einem großen Paukenschlag. Es gab einige Verwirrung darüber, warum es denn eigentlich so weit gekommen ist. Natürlich gab es viel Kritik an Andrea Nahles. Auf der anderen Seite waren sich aber eigentlich die politischen Beobachterinnen und Beobachter relativ einig, dass sie jetzt an dem katastrophalen Abschneiden der SPD bei den Europawahlen sicherlich nicht alleine die Verantwortung trägt. Auch Katharina Barley und viele andere Spitzengenossinnen und Genossen müssen sich diesen Schuh anziehen. Deswegen Andrea Nahles Rücktritt war sicherlich nicht fair, aber manche haben geschrieben, trotzdem war er unbedingt notwendig. Jedenfalls aber stand die SPD ohne Fraktionsvorsitzende und ohne Parteivorsitzende da. Und in diesem Schockzustand hat die SPD sich jetzt zunächst mal auf eine Dreierspitze für den Übergang geeinigt. Das heißt also, es gibt nicht mehr die eine oder den einen kommissarischen Vorsitzenden der SPD, sondern drei Menschen führen die Partei jedenfalls bis zum nächsten Parteitag, der für den Dezember geplant ist, nämlich Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen, dortiger mehrmaliger Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, der aber auch schon seinen Ausstieg aus der aktiven Politik angekündigt hatte. Nicht unbedingt ein Siegertyp, muss man sagen, ne?
sicherlich kein Siegertyp, aber jemanden, der in der SPD großen Respekt genießt. Dann Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern und zum Schluss Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz. Und alle drei haben angekündigt, dass sie selber aber nach dieser Übergangsphase nicht für den Vorsitz der SPD kandidieren wollen. Insbesondere, also bei Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer war das im Grunde vorher schon klar. Malu Dreyer hat schon ganz häufig gesagt, dass sie in Rheinland-Pfalz bleiben will und nicht in die Bundespolitik wechseln will. Aber gerade Manuela Schwesig galt als Nachwuchshoffnung der SPD und dass sie sich jetzt gleich so aus dem Spiel genommen hat, hat doch einige überrascht. Ja, also derzeit dürfen ja die Mitglieder, glaube ich, Vorschläge machen, wie es denn so weitergehen soll. Das wurde ja so rumgeschickt. Ja. So, füllt mal hier bitte ein, wie es so weitergehen soll. Ne? Also so. Ja, Umfrage mit einem Freitextfeld. Freitextfeld, ja. So, was sollen wir machen? Das finde ich symbolisiert ganz gut den Zustand der Partei. Völlige Ratlosigkeit. Am 24. Juni wollen die Sozialdemokraten im Parteivorstand beschließen, wie sie einen neuen Vorsitzenden oder vielleicht auch mehrere denn finden wollen. Derzeit gibt es natürlich dann so ein Machtvakuum. Olaf Scholz, Finanzminister, ja, ist das Aushängeschild der Konservativen, möchte eigentlich die Führung an sich reißen, aber wollte eben nicht als Nahles-Mörder wohl dastehen. Außerdem wird es halt im Herbst auch drei Landtagswahlen im Osten geben, die vermutlich für die SPD verloren gehen werden, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Also da in dieser Zeit möchte man eigentlich nicht so gerne SPD-Vorsitzender werden. Und, das ist eigentlich ganz cool. Ja, eigentlich ein ganz cooler Move. Aber den coolsten Move fand ich eigentlich, dass er im Stern sagte, Scholz, ganz ernst offensichtlich, man kann das ja in diesen Textinterviews immer nicht so genau sagen, aber ganz ernst offensichtlich, also nach dem Motto, SPD kann immer noch Kanzler, also Zitat Scholz, die Chance, stärkste Partei zu werden, ist bei der nächsten Bundestagswahl deutlich größer als in vielen Jahren zuvor. Jetzt weiß man natürlich, wie groß die Chancen in den vielen Jahren zuvor waren. Da ein bisschen größer zu sein, ist nicht schwer. Aber ganz ehrlich, die SPD steht gerade bei 12% und Tim Renner, der auch mal für die SPD-Posten in Berlin bekleidet hat, der sagt, also visionär ist ja schön und gut, aber Drogen nehmen ist dann doch nicht keine gute Strategie in dieser Situation. So wobei Tim Renner nun sicherlich auch kein Siegertyp ist, ne, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also er hat ja jetzt irgendwie seinen Direktwahlkampf verloren bei der letzten Bundestagswahl und auch seine Zeit als Kulturfunktionär hier in Berlin gilt jetzt nicht als ein Ruhmesblatt von SPD-Kulturpolitik. Immerhin hat er es geschafft, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz abzuwickeln. Im Wesentlichen, ne? Indem er Frank Castorf in die Wüste geschickt hat. Vermutlich eine der kulturpolitischen Fehlentscheidungen des Jahrzehnts. Ne? Und Klaus Lederer kämpft immer noch dabei darum, das irgendwie wieder zurückzudrehen. Aber gut. Ja. Aber gut, also es gibt halt dieses Machtvakuum. Der Spiegel, der macht jetzt ja, hast du gesehen, einen Riesentitel, so nach dem Motto, wird Steffen Kühnert, Juso-Vorsitzender, der neue Vorsitzende. Ja, also ich... Ja, also dieser Spiegeltitel, Philipp, ich weiß es nicht. Ne? Also überhaupt nichts gegen Kevin Kühnert, ne? Ist schon sicherlich eine der Nachwuchshoffnungen der SPD, das muss man sagen. Aber dieser Personenkult, ne, dass der Spiegel ihn jetzt im Grunde so mit so einer Model-Optik aufs Cover hebt, das finde ich persönlich doch etwas übertrieben, oder? Er spricht ein bisschen was für ihn, ist halt jung. Kommt halt so ein bisschen aus der innerparteilichen Opposition, muss keine Kompromisse machen, kann da Klarheit und Entschlossenheit, sag mal, zur Schau tragen, scheint völlig frei von Angst, ist irgendwie jung, aber nicht hip und kann natürlich schon die Hoffnung auf so einen Neuanfang schon verkörpern, aber keine Ahnung, also als Kanzler taugt er nicht. Wobei ich schon, wie gesagt, ich glaube, in der Situation, in der die SPD jetzt ist, da muss irgendwas passieren. Also da kannst du nicht völlig risikolose Strategien fahren, sondern du musst ins Risiko gehen. Und das ist richtig. Ich denke, es ist klar, dass du den Leuten in der Partei, du brauchst irgendwie eine Art von Richtung. Du brauchst, das ist ja mit Nahles weg oder nicht weg, ist ja letztlich völlig egal. Sondern allen ist doch klar, scheißegal, wer da jetzt an der Spitze steht, diese Partei braucht personell, strukturell, inhaltlich eine völlig neue Ausrichtung. Na klar ist Kühnert ein Risiko. Natürlich, gar keine Frage. Ja, wie Leute sagen, mach erstmal dein Studium zu Ende, hat ja irgendwie noch kein Studium beendet, wo ich sage, das ist doch scheißegal, jetzt fang doch nicht an, auch noch das abgeschlossene Hochschulstudium zur Einstellungsvoraussetzung für Parteivorsitzende zu machen. Ja,
Ja, also das war in der SPD übrigens noch nie so traditionell, gab es da natürlich reihenweise Handwerksmeister. Ne? Das ist eher eine jüngere Entwicklung, dass in der SPD Akademiker ausschließlich Spitzenposten bekleiden können. Und sicherlich auch nicht nur ein Gewinn für die SPD. Ja, also ich weiß nicht, ich sehe das im Grunde ähnlich. Ich weiß nicht sogar, dass Friedrich Ebert Schustermeister war. Da habe ich jetzt nicht recherchiert, kommt aus der Erinnerung, aber ich meine, so war es. Auf jeden Fall, und der war immerhin Reichspräsident. Ne? Insofern muss man sehen, ist das, glaube ich, eine eher populistische Forderung, Kevin Kühnert, mach erstmal dein Studium zu Ende. Und ich meine, das kam auch vor allem von politischen Gegnern. Aber ich finde, die entscheidende Frage ist ja auch eigentlich eher so der entscheidende Ansatz ist, glaube ich, auch die Differenzierung zwischen dem Amt des SPD-Vorsitzenden auf der einen Seite und dem Bundeskanzler auf der anderen Seite. Also Philipp, ich würde deine Einschätzung teilen. Zum Bundeskanzler taugt er heute noch nicht. Und zwar einfach deswegen, weil er viel zu wenig Erfahrung hat mit politischen Ämtern. Aber die SPD ist bei 12%. Ich meine, wer redet da vom Bundeskanzler? Ja, auch das wäre natürlich, das ist natürlich auch absurd, außer Herrn Scholz redet auch niemand davon. Und das war der Punkt, den ich machen wollte, Philipp. Die entscheidende Frage ist doch zunächst einmal, wie man diese Partei programmatisch und organisatorisch auf völlig neue Füße stellt. Und da kann es ein ganz großer Vorteil sein, wenn man eben noch nicht ewige Zeiten in diesen Parteistrukturen gedacht hat und auch letztlich von diesen Strukturen rundgeschliffen wurde, wie ein Kiesel im Flussbett. Ja, insofern glaube ich, so jemand, der doch noch relativ viele Ecken und Kanten zeigt, klar, er ist trotzdem irgendwie auch schon so eine Art SPD-Urgestein, aber eben doch noch jemand mit Ecken und Kanten, das könnte für die SPD durchaus eine Chance sein. Wie du sagst, man würde mit Kevin Kühnert als Vorsitzender ins Risiko gehen, aber so wahnsinnig viel hat die Partei eigentlich nicht mehr zu verlieren. Eine SPD-Abgeordnete, Saskia Esken, hat allerdings gefordert, in einem Blogbeitrag dazu müsste erstmal quasi die gesamte Führungselite der SPD zurücktreten. Und ich glaube, auch das ist eine sehr sinnvolle Forderung. Ne? Einfach zu sagen, jetzt muss mal ein kompletter Generationenwechsel her. Ich meine, der erweiterte Parteivorstand hat irgendwie um die 40 Leute, die sicherlich eben gerade nicht die moderne Speerspitze der Partei sind. Und da werden die alle bleiben, dann kann auch ein Kevin Kühnert nicht viel rein. Also das Ding ist jetzt ja, es gibt ja diesen Zeitplan, dass wir jetzt lange mit einer total wabbeligen SPD zu tun haben werden, weil der Parteitag wahrscheinlich erst im Dezember stattfinden wird. Und ja. Gut, in der Zukunft weiß man eh nicht, was passiert, schon gar nicht, wenn es die SPD betrifft. Aber ich glaube, was man schon mit einiger Sicherheit sagen kann, ist, dass dort kein Vorsitzender, keine Vorsitzende gewählt werden wird, die sagt, weiter so mit der GroKo. Wir bleiben in der GroKo. Das kann man sich heute schwer vorstellen und so kommt man halt zu der Frage und deswegen reden wir da auch drüber. Also ja, ich habe dann auch beim Lesen habe ich auch so gedacht, was interessiert uns eigentlich die Parteivorsitzende einer 12%-Partei? So, naja, die tritt ab. Über den Vorsitz der Grünen sprechen wir ja auch, ja, ne? Als genau. Sie noch 12% hatten. Oder genau, aber muss man da jetzt so ewig drüber reden? Aber das, warum man natürlich drüber redet, ist, weil die in der Regierung sind und weil natürlich das jetzt maßgeblich schon auch die Regierung betrifft, was mit der SPD passiert, ob die sich dafür entscheidet, aus der GroKo zu gehen oder drin zu bleiben. Ja, das ist in der Tat die spannende Frage. Du hast es gesagt, Philipp, die SPD wird kaum jemanden nochmal neu an die Spitze setzen können, denkt man jedenfalls, wenn es halbwegs rational zugeht, der diese GroKo verteidigt. Und das gilt auch, wenn man sich ansonsten so die politischen Rahmenbedingungen anschaut. Die Grünen haben in einer bundesweiten Sonntagsfrage erstmals die Union überholt, ja, liegen nach manchen Umfragen gleich auf mit der Union, nach manchen Umfragen knapp vor der Union. Muss man sich mal vorstellen, Grüne bundesweit stärkste Partei, ist keine Wahl, ist nur eine Sonntagsfrage, also eine Frage, wen würden Sie wählen, wenn Bundestagswahl wäre, aber das macht schon sehr viel deutlich. Ich habe vor einiger Zeit ja mal getwittert, dass aus der Perspektive der meisten Wählerinnen und Wähler oder jedenfalls sehr vieler Wählerinnen und Wähler offensichtlich die Grünen heute schon die Antworten geben, die SPD hätte geben müssen, ja, wenn sie nicht in den letzten 20 Jahren programmatische Neuaufstellung verpennt hätte. Und das ist eben das Problem. Ja? Also die Grünen erscheinen eben vielen als die quasi Nachfolgepartei der SPD und nehmen insofern ein ganz erhebliches Wählerpotenzial auf. Aber die Frage ist aber trotzdem, ob das Ende der GroKo bedeutet. Natürlich ist das von großer Bedeutung, ob die Große Koalition weiter Bestand haben kann oder ob sie zu Ende geht. Philipp, du hast da eine ganze Menge an Aspekten schon mal hier im Pad notiert, warum das so wichtig ist. Ja, naja, gut. Also ich meine, also erstmal ist natürlich wichtig, was wir für eine Regierung haben. Ja, darüber reden wir gleich noch, was da die Optionen sind. Ja, ob jetzt die Grünen an die Macht kommen oder die FDP wieder dabei ist oder die Minderheitsregierung gibt. Das
besprechen wir gleich. Aber da steht schon viel auf dem Spiel. Also macht's AKK als Kanzlerkandidatin, wenn es jetzt Neuwahlen geben soll, oder kommt dann doch ein Armin Laschet oder ein Friedrich Merz wieder um die Ecke? Ja, oder was weiß ich, tritt Robert Habeck oder Annalena Baerbock als Kanzlerin an? Also das sind schon, finde ich, wichtige Sachen. Und vor allen Dingen, wenn du dir anschaust, dass wir mehr oder weniger das Ende der Volksparteien beobachten, dass das offensichtlich dieses Konzept einer Partei, die große und auch widersprüchliche Bevölkerungsschichten in einem Institut vereinigt und repräsentiert und einbindet und damit Wahlen gewinnt, das Ding scheint vorbei zu sein. Und wir werden uns in den nächsten Jahren auf kleine bis mittelgroße Parteien einrichten, 3, 4, 5 Parteien, die das untereinander ausmachen werden. Und dabei werden halt auch die Rechten eine Rolle spielen. Und ich glaube, wir müssen uns da auf ein völlig neues Parteiensystem einstellen. Und diese, sagen wir mal, diese Umbruchsschmerzen, die sehen wir jetzt gerade. Ja, wir sehen in der Tat diese Umbruchsschmerzen, wobei eben momentan die Grünen eine enorme Gravitationskraft entfalten. Also die allermeisten Menschen, die von der SPD und der Union zurzeit abröckeln, die wählen eben tatsächlich die Grünen, denn du hast ja völlig zu Recht gesagt, für den Umbruch des Parteiensystems, aber es können eben viele andere kleinere Parteien nicht davon profitieren. FDP und Linke insbesondere profitieren nicht oder verlieren sogar ihrerseits. Das heißt also, die strahlkräftige Alternative zur großen Koalition sind derzeit offensichtlich in der Sicht der meisten Wählerinnen und Wähler tatsächlich nur die Grünen. Auch die Rechtsradikalen verlieren oder gewinnen jedenfalls nicht hinzu. Nicht deutlich, das heißt, die AfD kann sich sogar eher schlechter als Alternative zur GroKo präsentieren, obwohl sie ja jahrelang mit der Parole Merkel muss weg Politik gemacht hat. Und wir haben das in der letzten Folge, glaube ich, auch schon ganz plausibel erläutert, indem wir ja darauf hingewiesen haben, dass die Grünen ja nicht einfach nur auf einer Sympathiewelle für die Grünen surfen, nicht? Sondern die Grünen haben einfach es auch geschafft, die politische Agenda zu verändern, gemeinsam mit Fridays for Future. Genau. Haben sie es geschafft, die politische Agenda einfach zu verändern. Es ist eben nicht mehr nur die Migrationspolitik, sondern es ist eben jetzt, sind eben jetzt die wirklichen Zukunftsfragen, ja? Stichwort Klimawandel. Was sind denn jetzt aber die Optionen? Also es gibt ja diese Sollbruchstelle im Koalitionsvertrag, wo die SPD aussteigen kann oder sich zumindest überlegen will, ob sie aussteigt. Die eine Option ist ja GroKo fortsetzen. Könnte man ja machen. Könnte man ja machen. Dafür spricht sogar einiges. Ne? Also die GroKo setzt sich ja aus 3 Parteien zusammen, der SPD und den beiden Unionsparteien CDU und CSU. Und alle beide leiden derzeit unter katastrophal schlechten Umfragewerten. Wie gesagt, die Union ist auch zurückgefallen hinter die Grünen. Ne? Aus ihrer Sicht ein absolut grundstürzendes Ereignis. Die SPD nur noch bei knapp über 10%, so etwa 12% in bundesweiten Umfragen. Auch eine totale Katastrophe. Und vor diesem Hintergrund herrscht natürlich die blanke Panik vor der Wahlurne. Denn wenn jetzt der Bundestag aufgelöst wurde, müssten beide Parteien damit rechnen, dass ihre Fraktionen beinahe halbiert würden. Außerdem muss man sehen, dass beide Lager im Grunde sehr mit sich selber beschäftigt sind, viel zu sehr, um Kampagne zu machen. Also die einzige Partei der derzeitigen Großen Koalition, die halbwegs stabil dasteht, ist die CSU. Der Abgang von Seehofer ist in der Partei weitgehend organisiert. Das heißt also, da ist die Nachfolgefrage relativ klar. Aber bei der SPD ist alles offen, wir haben es gerade gesagt. Und bei der Union gilt das inzwischen auch wieder. Wir dachten ja eine Weile, Annegret Kramp-Karrenbauer sei jetzt als Nachfolgerin von Angela Merkel nicht nur an der Parteispitze, sondern wohl auch im Amt der Bundeskanzlerin quasi gesetzt. Das hat sich total verändert mit ihrem ungeschickten Agieren in den letzten Wochen. Hat sie sich im Grunde selber rausgeschossen. Also nach Stand heute hätte sie, glaube ich, größte Schwierigkeiten, einen Machtwechsel hin eben zu sich selber zu organisieren in der Unionsfraktion. Das heißt also, die Parteien haben SPD und die Union, also die CDU vor allem, haben große innerparteiliche Konflikte, haben große Unklarheiten, wer da eigentlich den Ton vorgibt. Die sind im Grunde viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um eine Bundestagswahlkampagne zu führen. Die nächste Option wäre, die SPD kann die GroKo verlassen. So, das ist ja, sagen wir mal, auch ein sehr wahrscheinlich, oder nicht sehr wahrscheinlich, aber eine durchaus mögliche Option. Das würde ja in der Praxis bedeuten, dass die SPD sagt, so, wir sind raus aus der Regierung, unsere Minister legen ihre Ämter nieder und wir ziehen uns zurück. Ja? Genau. Und dann ist was? Gut,
Gut, da gibt es im Grunde jetzt wieder, nur vielleicht, um das Bild so ein bisschen bunt zu machen, gibt es im Grunde wieder zwei Untermöglichkeiten. Also man kann die Minister einmal zurückziehen, ja, offen wegen der GroKo-Bilanz. Man kann einfach sagen, wir haben jetzt die Halbzeitbilanz gezogen, die Ergebnisse sind unbefriedigend, deswegen ziehen wir unsere Minister zurück. Das wäre quasi der offene Koalitionsbruch. Man kann aber auch so eine Art Schwarze-Peter-Spiel spielen und es formal an irgendeiner Sachfrage scheitern lassen. Also man kann zum Beispiel der Union vorwerfen, ihr habt jetzt das Vorhaben XY nicht umgesetzt, das steht ja beim Koalitionsvertrag. Deswegen sind für uns quasi die Voraussetzungen entfallen, die für diese große Koalition genau, galten. Grundrente, ihr wollt die Grundrente nicht, die ist uns wichtig, wir lassen die Koalition. Genau, so. Wäre eine Möglichkeit. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen so ein Schwarzer-Peter-Spiel. Das erste ist die ehrlichere Variante, das zweite ist dann so ein bisschen die taktierende Variante, wo man versucht quasi die Schuld am Scheitern der Koalition hin und her zu schieben. Aber es gab ja nicht zwingend Neuwahlen dann. Ne? Genau, und das ist, glaube ich, der spannende Punkt dabei. Ne? Also bislang kann man wieder in den Medien fast eine Gleichsetzung sehen, Bruch der GroKo und Neuwahlen. Und das gilt im Grunde genau dasselbe wie schon nach der Bundestagswahl. Das ist einfach überhaupt nicht dasselbe. Natürlich kann man zu Neuwahlen gelangen. Wie das gehen kann, sagen wir gleich. Aber das muss eben durchaus nicht so kommen. Stattdessen bleibt Angela Merkel grundsätzlich mal auch dann Bundeskanzlerin, wenn diese Koalition zerbricht. Das ist gerade ein, wie soll ich sagen, stabilisierendes Moment, das in die Konstruktion des Grundgesetzes bewusst eingebaut wurde, 1848, 49, dass eben nicht einfach so der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin das Amt verliert, wenn es keine Koalition mehr gibt. Oder selbst dann, wenn man eine Vertrauensfrage verliert, ist das nicht unmittelbar der Fall. Prinzipiell mal bleibt Angela Merkel genau so lange im Amt, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt ist. Das heißt also, wenn die SPD die Minister zurückzieht, oder die Ministerinnen sind es ja sogar überwiegend, dann bliebe Angela Merkel Kanzlerin. Sie könnte neue Minister auswählen und vom Bundespräsidenten einsetzen lassen. Und sie hätte allerdings damit natürlich keine Mehrheit mehr im Bundestag. Sie müsste sich für legislative Vorhaben, für Gesetzesvorhaben jeweils eine Mehrheit im Bundestag suchen. Und das wäre als solches noch keine Regierungskrise. Aber es wäre natürlich eine absolute Neuheit in Deutschland, dass sich ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin nicht auf eine aktuelle Mehrheit im Bundestag stützt. Also konkret mit dem zum Beispiel Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ne, können Sie sagen, okay, wir als Regierung, als Kabinett legen das vor, beschließen das, geben das in den Bundestag. Es wäre aber nicht so, dass Sie automatisch wüssten, da gibt es ja eine große Koalition, wir haben die Mehrheit, die wird das schon bestimmen, sondern Sie müssten dann zu Grünen, FDP, SPD hingehen und sagen, hey, wie seht ihr das, was könnten wir denn euch bieten, damit ihr dem zustimmt. So, das wäre sehr viel Arbeit unter Umständen, aber durchaus vielleicht auch belebend, also für das parlamentarische Leben. Genau, das ist ja so eine Option, deswegen die Philipp und ich, glaube ich, beide gar nicht so unattraktiv fanden. Schon damals, als die Jamaika-Verhandlungen 2017, 2018 um den Jahreswechsel herum gescheitert waren und es dann Diskussionen gab, was machen wir jetzt, Minderheitsregierung, Neuwahlen oder nochmal große Koalition, da hatten wir, glaube ich, beide große Sympathien, also ich kann es von mir mit Sicherheit sagen, für eine solche Minderheitsregierung. Damals allerdings, muss man sagen, war es insofern etwas schwieriger, als irgendjemand ja erstmal Angela Merkel hätte zur Kanzlerin wählen müssen. Sie war ja noch nicht gewählt. Heute ist sie aber bereits im Amt. Das heißt, wenn nichts passiert, bleibt sie erstmal Bundeskanzlerin. Was natürlich nicht geht, so ohne weiteres, ist die Nachfolge Merkel-AKK. Das geht zurzeit sowieso politisch nicht, weil selbst die Union nicht eindeutig genug hinter AKK steht. Aber das ginge natürlich gar nicht, ohne dass man eine Mehrheit im Bundestag findet, die sie tatsächlich wählt. Ja, die könnte sie aber finden mit Jamaika ohne Neuwahlen. Also es gibt ja mehr Fraktionen noch im Bundestag. Also momentan haben sich, wie gesagt, Unionsparteien und SPD zusammengetan. Aber wenn die SPD jetzt rausgeht aus der GroKo und die Union mehr oder weniger alleine erstmal dasteht, könnte sie sich ja auch eine neue Koalition zusammensuchen, um eine stabile Mehrheit im Bundestag zu bekommen. Zum Beispiel mit den Abgeordneten der FDP und den Grünen. Genau, das wäre grundsätzlich möglich. Man kann sich dann die Frage stellen, wer denn dann Bundeskanzlerin werden könnte. Also es muss ja wohl jemand von der Union sein, weil traditionell die stärkste Fraktion eigentlich den Bundeskanzler oder die Kanzlerin stellt. Angela Merkel, ob die nochmal bereit wäre, Koalitionsverhandlungen einzugehen. Ich glaube, dazu reicht ihr Rückhalt in der Partei nicht. Und ich glaube auch letztlich ist sie dazu dann doch zu amtsmüde. Also ich denke, sie hätte schon noch bis 2021 weiter regiert, wenn das jetzt halbwegs elegant gelaufen wäre. Aber dass sie sich jetzt nochmal quasi
quasi eine neue Koalition sucht. Ich glaube, dann, wenn die SPD sich tatsächlich zurückzöge, würde sie dann eher versuchen, den Staffelstab weiterzugeben an AKK. Aber wie gesagt, da gibt es die großen Probleme in der Union, ob die tatsächlich Annegret Kramp-Karrenbauer für die geeignete Kandidatin halten. Aber immerhin, grundsätzlich denkbar ist, dass Union, FDP und Grüne sich einigen. Die Frage ist aber, neben der Position der Union und der Personalfrage, ob denn die anderen beiden Parteien, also Grüne und FDP, überhaupt Interesse hätten an einer solchen Konstellation. Und gerade bei den Grünen, glaube ich, muss man da Fragezeichen machen. Ja, also die haben natürlich gerade einen extremen Höhenflug. Und wenn die sich jetzt einfach so in eine Regierung einbinden lassen würden, dann müssten sie natürlich auch ein bisschen Kompromisse machen und so. Also ich glaube, die hätten eher tendenziell ein großes Interesse daran, möglichst bald zu wählen, weil sie eben gerade so gut dastehen in den Umfragen. Ihre Fraktion würde sich sicherlich verdoppeln. Im Spiegel gibt es noch so den Einwand, ja, formell vielleicht schon, aber ehrlich gesagt haben die Grünen auch Angst, dass ihre Strukturen und ihr Personal und ihre Finanzen quasi diesem Wahlerfolg nicht gewachsen werden. Sie müssten viele Posten besetzen, sie müssten Wahlkampf führen etc., haben halt relativ wenig Mitglieder verglichen zur SPD etc. Also da scheint es durchaus, sagen wir mal, strukturelle, personelle Bedenken zu geben. Aber dass die sich da jetzt so ohne große Not eigentlich in so eine Koalition einbinden lassen, das scheint mir doch fraglich. Wie das mit der FDP aussieht, ist völlig unklar. Also ich könnte mir halt vorstellen, die haben ja letztes Mal die Jamaika-Koalition platzen lassen. Und Jürgen Trittin hat jetzt im Spiegel gesagt, naja, das haben sie nur gemacht, weil sie das von vornherein geplant hatten. Die hatten nie vor, in diese Koalition zu gehen, weil sie nicht nochmal mit Merkel, unter Merkel Koalitionspartner sein wollten, weil sie unter Merkel als Koalitionspartner aus dem Bundestag geflogen sind. Und das wäre natürlich jetzt unter Umständen anders, wenn AKK als mögliche Bundeskanzlerin dort in die Koalitionsverhandlungen gehen würde, dann würde das sicherlich die Lage für die FDP durchaus verändern, aber das müsste man halt mal abwarten. Und die vierte letzte Option sind Neuwahlen. Genau, und auch die gibt es eben nicht automatisch, wenn die SPD die Regierung verlässt, wir haben es eben schon erwähnt, sondern Neuwahlen, Auflösung des Bundestages wäre nur möglich, wenn Angela Merkel zum Beispiel die Vertrauensfrage im Bundestag stellt, also die Frage, ob die Bundestagsabgeordneten ihr noch mit der nötigen Mehrheit das Vertrauen aussprechen. Diese Vertrauensfrage müsste sie verlieren. Ja, dazu kann man, die kann man zum Beispiel auch mit einer Abstimmung über ein Gesetz verbinden. Und dann müsste sich außerdem noch der Bundespräsident bereit erklären, den Bundestag aufzulösen. Ja, das ist in der Geschichte der Bundesrepublik schon mehrfach vorgekommen, dass man quasi ganz bewusst eine solche Vertrauensfrage verloren hat. Ja, das heißt also, eigentlich hatte man durchaus noch das Vertrauen einer Koalition hinter sich, man hat aber ganz bewusst darum gebeten, quasi, dass die Abgeordneten gegen einen stimmen. Das hat zuletzt Gerhard Schröder 2005 gemacht, einfach weil er das Gefühl hatte, dass er wieder das Volk fragen möchte, ob es tatsächlich noch hinter ihm steht. Und das ist natürlich ein Poker mit hohem Einsatz, denn Gerhard Schröder hat damals die Mehrheit im Bundestag verloren und es begann die erste große Koalition unter Führung Angela Merkels. Genau, also glaube ich, Strich drunter, die SPD ist völlig da nieder und sucht nach Orientierung. Das wird auch noch einige Zeit so andauern und deswegen wird es jetzt sehr interessant sein, die nächsten Monate zu beobachten, was aus dieser Bundesregierung wird, welche Optionen da zur Disposition stellen. Das haben wir euch erläutert. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Vor kurzem haben sich die Finanzminister der G20, also der 20 wichtigsten Industrie- und Handelsnationen in Japan getroffen, um das G20-Treffen in einigen Wochen vorzubereiten. Und dieses Treffen wird stattfinden vor dem Hintergrund eines eskalierenden Handelskriegs zwischen den Vereinigten Staaten und China. Donald Trump hat soeben die Zölle auf etwa 250 Milliarden Dollar Handelsvolumen erhöht und damit gedroht, Zölle auf alle chinesischen Importe in die USA zu erheben. Jüngst sind Gespräche gescheitert, um diesen Handelskonflikt zu entschärfen. Die chinesische Führung schwört, sie werden niemals nachgeben, wenn es ums Prinzip geht. Zugleich verkündet US-Finanzminister Mnuchin, dass der Handelsstreit keine Folgen für die US-Konjunktur haben werde. Und so wartet derzeit alles auf den G20-Gipfel in Japan Ende des Monats, bei dem es quasi zum Showdown kommen wird zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Genau, und wir haben dieses Thema Zollstreit USA-China bisher ehrlich gesagt nicht so richtig
angefasst, immer mal angedacht, aber nie dann wirklich angefasst, weil wir immer dachten, naja, die Zölle, die gehen halt hoch und die Zölle, die gehen auch wieder runter und dann werden Produkte halt kurz mal teurer und Android, gut, wird jetzt nicht mehr für Huawei mit Updates versorgt und die Updates bei Android waren aber nie so toll. Also warum sollen wir uns darum kümmern? Und um diese Frage jetzt mal, sagen wir mal, fundiert beantwortet zu bekommen, haben wir uns Marcel Fratscher eingeladen. Er ist Chef des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Erstmal herzlich willkommen in der Lage, Herr Fratscher. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Ja, sagen Sie doch mal, warum muss uns dieser Streit um Zölle zwischen USA und China interessieren? Aus zwei Gründen ist für uns gerade in Deutschland das wahnsinnig wichtig. Zum einen, weil wir global eine so groß vernetzte Wirtschaft haben, dass wir auch in zweierlei Hinsicht direkt betroffen sind. Einmal gibt es viele deutsche Unternehmen, die in USA produzieren und zum Beispiel nach China exportieren. Nehmen wir mal Mercedes. Mercedes gehört zu den größten Autoexporteuren aus den USA, produzieren dort also Autos, die sie dann nach China verschiffen, dort verkaufen. Das heißt, es wäre so der erste Mechanismus, wie man sieht, davon sind wir sehr stark betroffen. Das Zweite ist, dass wir sogenannte Wertschöpfungsketten haben. Also wenn Sie sich mal ein deutsches Auto oder eine deutsche Maschine nehmen, dann haben die vielleicht einen Mehrwert, der hier wirklich gefertigt wurde, von 20-30%. Das heißt, 70-80% sind letztlich Vorleistungen aus dem Ausland kommen. Das können Teile sein, das können Rohstoffe sein, das kann Energie sein. Ganz konkretes Beispiel, China sagt jetzt in diesem Handelskonflikt, wir verkaufen keine seltenen Erden mehr. Und seltene Erde brauchen sie für viele Produkte, nicht nur fürs Handy, sondern auch für andere Dinge, die wir in Deutschland fertigen. Heißt, nicht nur die Amerikaner kommen unter Druck, sondern auch deutsche Hersteller, die einfach diese Produkte nicht mehr bekommen können. Und bedeutet letztendlich auch ein Handelskonflikt, auch wenn er in Anführungszeichen nur zwischen China und den USA ist, trifft auch Deutschland hart und eigentlich uns noch mal härter, weil unser Wirtschaftsmodell davon abhängig ist von den Exporten. Ja, wir exportieren ungewöhnlich viel, fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte, fast jeder zweite Job, häufig die besten Jobs, also gut bezahlte Jobs, hängen daran und deshalb kann uns das Ganze gar nicht egal sein, sondern sind wir in gewisser Weise auch Opfer, wenn Donald Trump und Xi Jinping da sich streiten. Wo würden Sie denn vielleicht die wesentliche Verantwortung sehen an der Eskalation, die wir in den vergangenen Monaten in diesem Handelskonflikt gesehen haben? Also ist das tatsächlich Donald Trump, bei dem wie so häufig vielleicht der Finger am Abzug etwas zu locker sitzt? Oder sehen Sie da auch eine erhebliche chinesische Mitverantwortung? Ja, die Verantwortung jetzt liegt erstmal bei Donald Trump. Der hat das ja letztlich vom Zaun gebrochen, diesen Konflikt. Das Schwierige ist, dass er zum Teil mit einigen seiner Vorwürfe gegenüber China recht hat. Er sagt, China, ihr seid hochprotektionistisch, amerikanische Unternehmen haben nicht den gleichen Zugang zu euren Märkten wie chinesische Unternehmen wie zu unseren Märkten und übrigens auch zu europäischen Märkten. Ihr macht im Prinzip eine unfaire Politik, weil ihr schützt eure Unternehmen, subventioniert die groß. Das heißt, die haben Vorteile im Wettbewerb gegenüber anderen Unternehmen weltweit. Und was ihr auch macht, eure Unternehmen klauen hier massiv intellektuelle Eigentumsrechte, also Patente von ausländischen Unternehmen. Und all das stimmt. Mit diesen Vorwürfen hat Donald Trump recht. Das betrifft nicht nur amerikanische Unternehmen, sondern auch gerade europäische und deutsche Unternehmen. Also mit vielen seiner Vorwürfe gegenüber China hat er recht und macht so ein bisschen die schmutzige Arbeit, die wir Europäer und auch Deutsche jahrzehntelang ja vermieden haben. Immer gesagt haben, ja, wir wollen da nicht so viel Ärger machen. China ist so ein wichtiger Handelspartner. Die Hälfte der Profite von Volkswagen beispielsweise kommt aus dem Geschäft mit China. Das wollen wir nicht riskieren. Also so in gewisser Weise ist es zwar frustrierend, Donald Trump so mit dem Vorschlaghammer gegen China vorgeht, aber in vielen seiner Vorwürfe hat er recht und macht so ein bisschen ja die schmutzige Arbeit, die wir nicht machen wollen. Und das heißt, Europa, deutsche Unternehmen, die deutsche Regierung, sollte Trump auch dankbar sein? Naja, dankbar sein ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen oder hochgegriffen.
natürlich ist die beste Lösung zu verhandeln und zu sagen, so, wir alle sitzen im gleichen Boot, wenn der Welthandel nicht floriert. Also es gibt keine Gewinner vom Einhandelskonflikt. Weder die Amerikaner gewinnen, noch die Chinesen, noch die deutschen Europäer, noch irgendjemand anderes. Deshalb lasst uns verhandeln und hier eine Lösung herbeiführen, dass man halt diesen Schaden vermeidet. Und der Schaden, der jetzt durch diesen Handelskonflikt von Trump entstanden ist, ist enorm. Ganz konkret, das schwächere Wirtschaftswachstum, auch in Deutschland, das wir jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres sehen, ist zu einem großen Teil das Resultat des schwächeren Welthandels. Der ist nämlich massiv eingebrochen in den letzten 2, 3 Quartalen. So gesehen, auf der einen Seite, ja, Donald Trump hat recht, aber es ist halt nicht die richtige Vorgehensweise, jetzt erstmal einen Konflikt anzuzetteln, sondern eigentlich wäre es Richtige zu verhandeln und hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Aber jetzt nochmal einmal nachgehakt. Natürlich sind Verhandlungen im Zweifel der vielversprechendere Weg. Nur hat ja die chinesische Führung auch sehr deutlich gemacht, dass sie auf bestimmte ihrer Verhaltensweisen einfach gar nicht verzichten möchte. Jedenfalls derzeit noch nicht. Wäre denn nicht so ein, sagen wir mal, jedenfalls zeitweilig eskalierender Handelskonflikt möglicherweise sogar geeignet, wie soll ich sagen, so diese Blockadehaltung in Peking ein Stück weit aufzubrechen, sodass wir dann hoffentlich in einigen Quartalen zu einer Lösung des grundlegenderen Problems kommen oder der grundlegenderen Probleme sogar. Sie haben ja einige davon angesprochen. Ja, ich stimme dem zu. Es kann durchaus manchmal notwendig sein, wenn man mit Verhandlungen nicht weiterkommt, dann wirklich auch einen Konflikt anzuzetteln, zu sagen, so, lieber jetzt den Konflikt, wo China noch nicht so mächtig ist, noch nicht so groß geworden ist, wie sie es in 5 oder 10 Jahren sein werden und damit ja den Schaden nicht größer werden lassen. Aber auch hier hätte Donald Trump das deutlich klüger machen müssen. Er hätte erstmal uns Europäer ins Boot holen sollen, denn wie gesagt, wir haben eigentlich genau die gleichen Interessen wie amerikanische Unternehmen. Wir wollen Wettbewerb, wir wollen Symmetrie, gleiche Rechte, gleichen Marktzugang haben, wie die chinesischen Unternehmen das auch auf deutschen Märkten und in Europa haben. Und da wäre es klug gewesen, wenn er erstmal mit Europa gesagt hätte, so, was ist eine gemeinsame Position, was ist uns wichtig, wie gehen wir das an, haben wir eine gemeinsame Strategie. Und dann wäre auch das erfolgsversprechender gewesen, wenn man hier konzertiert gesagt hätte, hört mal zu, Chinesen, hier gibt es gewisse Regeln, die sehen wir bei euch nicht eingehalten und versucht das umzusetzen. Ansonsten habt ihr halt nicht nur die USA, sondern einen viel größeren Teil der Welt gegen euch. Gut, aber da hätten sich die wahrscheinlich auf solche Zollerhöhungen und so einen Handelskrieg hätten sich die Europäer wahrscheinlich in dieser Form nicht eingelassen. Wie denken Sie denn, geht das jetzt weiter? Also, was ich anfangs gesagt habe, Zölle gehen hoch und dann gehen sie auch wieder runter. Wenn jetzt Ende des Monats Xi Jinping und Trump sich treffen, dann will Trump entscheiden, wie es weitergeht, ob es weitere Gespräche gibt, ob die Zölle hoch oder runter gehen sollen. Wie schätzen Sie das Eskalationspotenzial ein? Na, ich denke, Donald Trump wird irgendwann nachgeben. Ich glaube schon, dass er Konzessionen heraushandeln wird. Meine Interpretation von seinem Handeln ist, dass es ihm eigentlich nicht wirklich primär um die wirtschaftlichen Fragen geht. Er hat ein politisches Ziel. Er hat nächstes Jahr, Ende nächstes Jahres amerikanische Präsidentschaftswahlen. Er will wiedergewählt werden. Er will seinen Wählerinnen und Wählern zeigen, schaut her, ich gehe hier auf Konfrontationskurs. Ich vertrete amerikanische Interessen. Und es ist in seinem Interesse auf keinen Fall, diesen Konflikt jetzt bis zum bitteren Ende durchzuführen, denn das würde letztlich auch dazu führen, dass die amerikanische Wirtschaft den Bach runtergeht, und zwar dann, wenn er im Wahlkampf steht. Und das will er auf keinen Fall. Deshalb erwarte ich schon, dass er jetzt versucht, eine Lösung zu finden mit China, die es beiden Seiten erlaubt, das Gesicht zu wahren, so dass beide Seiten zu Hause sagen können, schaut mal her, wir haben uns durchgesetzt. Meine allergrößte Sorge ist, dass er sich Deutschland als nächsten Partner oder Gegner, genauer gesagt, vornimmt. Das hat er auch schon immer wieder angedeutet. Er hat ja immer gedroht, er wird Strafzölle auf deutsche Autos auferlegen. Und Donald Trump verfolgt eine ganz klare Strategie. Er hat sich zuerst die kleinsten, schwächsten vorgenommen, nämlich Kanada und Mexiko, hat das nordamerikanische Freihandelsabkommen neu verhandelt, hat denen die Daumenschrauben angelegt. Jetzt hat er sich China vorgenommen und als nächstes wird der größte Preis Europa, und letztlich ist Deutschland das schwächste Glied in diesem Konflikt, weil wir wahnsinnig abhängig sind von Exporten. Wir haben riesige Handelsbilanzüberschüsse mit den USA bilateral von 60 Milliarden Euro, 2% unserer Wirtschaftsleistung. Wir nehmen von den USA mehr Geld ein, als sie mit uns von uns einnehmen. Genau, wir exportieren sehr viel mehr Produkte in die USA, als wir importieren.
Die Zahlen sind da ein bisschen schwierig, muss man vorsichtig sein, denn wenn beispielsweise Google oder Apple irgendwas bei uns verkaufen, dann taucht das nicht sofort in den Statistiken auf, weil Google eine Europaniederlassung in Irland hat. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber die deutschen Überschüsse sind riesig weltweit, aber auch gegenüber den US-Amerikanern. Und das macht uns wahnsinnig verletzlich. Also meine große Sorge ist, er wird sich Deutschland und Europa als nächsten Gegner vorknüpfen. Das ist ja in der Tat ein sehr realistisches Szenario. Aber glauben Sie denn, dass Donald Trump tatsächlich etwas zu gewinnen hat in einem solchen Handelskrieg, auch wenn Deutschland da sehr verletzlich ist? Gelten doch da eigentlich dieselben Risiken angesichts des herannahenden US-Präsidentschaftswahlkampfs, die Sie schon für den chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt gerade skizziert haben, oder? Ja, deshalb wird er schon aufs Gas drücken. Ne? Also er wird schon versuchen, er hat ja letztlich, wurde bereits entschieden, dass deutsche Automobilexporte und europäische Exporte auch Zöllen unterfallen könnten. Er hat das jetzt nochmal um 180 Tage, also knapp 6 Monate im Mai verlängert. Das heißt, bis Oktober muss er entscheiden, macht er diesen Konflikt. Ich glaube, er wird es machen. Er wird sich Deutschland und Europa vornehmen. Wenn nicht, dann wird er warten bis nach den Wahlen. Aber ich befürchte, er wird es vorher noch machen, so dass er bis Anfang nächsten Jahres hoffentlich auch hier eine Konzession hat, so hofft er. Und das ist meine Befürchtung, dass diese Eskalation weitergehen wird, weil er realisiert, er kann politisch dadurch punkten. Ja, aber nochmal konkret nachgehakt, was könnten denn da ganz konkret eigentlich die Zugeständnisse sein? Also im Bereich China haben Sie ja eben angedeutet, da geht es um Urheberrechtsverletzungen, da geht es um protektionistisches Verhalten zum Schutz des eigenen Marktes vor Importen aus den Vereinigten Staaten. Aber ähnlich protektionistische Vorwürfe kann man doch eigentlich der Europäischen Union weniger machen, oder? Also dass das Handelsbilanzdefizit so groß ist, liegt doch nicht an konkretem Fehlverhalten Deutschlands, oder? Doch, das ist genau der Punkt, auch wenn wir Deutschen das nicht gerne hören. Unsere riesigen Leistungsbilanz, Handelsbilanzüberschüsse sind letztlich das Resultat von Protektionismus. Ja, wir Deutschen haben den größten Handelsüberschuss weltweit, viel, viel höher als die Chinesen das haben, global gesehen. Wir exportieren jedes Jahr 230 Milliarden Euro, 6,5% unserer Wirtschaftsleistung mehr, als wir importieren. Das heißt, andere Länder müssen dementsprechend Defizite haben, Schulden aufbauen, damit wir diese Ersparnisse aufbauen können. Das Problem ist nicht, wie Donald Trump Deutschland das vorwirft. Er wirft den Deutschen vor, ihr exportiert so viel und ihr haltet den Euro schwach. Das ist bogus. Diese Vorwürfe stimmen nicht. Deutschland exportiert nicht zu viel, sondern Deutschland hat hervorragende Produkte, die innovativ sind, die sich durchsetzen, die Menschen weltweit haben wollen. Deutschland manipuliert auch nicht den Euro, auch Quatsch, aber was richtig ist, Deutschland importiert zu wenig, weil wir in Deutschland ein riesiges Investitionsproblem haben. Wir haben viel zu wenig private Investitionen und auch öffentliche Investitionen in Infrastruktur, in Bildung und viele andere Dinge und das führt dazu, dass wir wenig importieren und dadurch diese Überschüsse zustande kommen. Also auch wir sind in Deutschland protektionistisch. Diesen Vorwurf müssen wir annehmen. Das sagt übrigens nicht nur Donald Trump, sondern das sagen uns auch die europäischen Nachbarn seit vielen Ländern. Baut die mal ab, das ist nicht nachhaltig. Ihr schafft damit auch ein Problem für uns andere Europäer. Und da müssen wir auch mal uns ein bisschen ehrlich machen. Nicht nur sagen, die anderen machen nur Fehler, sondern auch mal ehrlich eingestehen, auch in Deutschland läuft einiges schief. Und übrigens ist es in unserem eigenen Interesse, die Überschüsse abzubauen. Also mehr dieses Geldes, was wir im Ausland sparen, hier in Deutschland zu investieren, in eine bessere Straßen, bessere Brücken, besseres Bildungssystem, eine ordentliche digitale Infrastruktur, mehr private Investitionen, damit gute Jobs entstehen können. Also wir würden eigentlich davon auch profitieren. Ja, vielleicht doch noch eine kleine Verständnis- oder Definitionsfrage. Sie sagten gerade, wir importieren zu wenig und sprachen zugleich von Protektionismus. Nach meinem Verständnis ist Protektionismus eigentlich eher sowas wie Handelsbeschränkungen auferlegen. Und vielleicht habe ich das aber auch falsch verstanden. Können Sie das nochmal definieren, wie dieses, dieses zu geringe Importvolumen zustande kommt und inwieweit man das als Protektionismus bezeichnen kann? Mhm. Protektionismus heißt nicht unbedingt Handelsbarrieren. Dass man sagt, hier muss man jetzt 10% auf die Importe zahlen oder man darf nur eine gewisse Quoten, also nur eine gewisse Menge einführen, sondern Protektionismus ist auch im Fall Chinas ja etwas, wo die Chinesen sagen, ihr habt keinen Zugang zu den Finanzmärkten in China, ihr dürft hier keine Banken kaufen oder halten oder ihr dürft nicht im Kommunikationssektor investieren. Nicht unähnlich, natürlich bei Weitem nicht so stark, aber nicht unähnlich ist es in Deutschland. Wir haben viele Dienstleistungssektoren, die
völlig überreguliert sind, also geschützt sind, wo ausländische Investoren kaum Fuß fassen können, sei es bei dem Beispiel Apotheken, wo sie mehrere Apotheken haben können, keine Kette aufmachen können, keinen Onlinehandel machen können, bei vielen geschützten Berufen. Das macht es dann für sowohl für inländische, aber auch für ausländische Unternehmen schwierig, dort zu investieren. Heißt auch, da ist weniger Wettbewerb und weniger Investitionen, heißt auch letztlich weniger Importe. Und das ist letztlich der Treiber hinter diesen Handelsüberschüssen. Es ist gar nicht so sehr die Exporte, die sind in Deutschland immer schon sehr gut gelaufen. Nur wir haben in den letzten, seit 2001, da hatten wir noch ein leichtes Handelsbilanzdefizit, haben wir das umgedreht in diese riesigen Überschüsse von 230 Milliarden Euro, die letztlich auch widerspiegeln, dass wir vielen Unternehmen, auch ausländischen Unternehmen, eben nicht Zugang oder nicht ausreichend Zugang zu vielen Sektoren geben. Und das ist letztlich auch eine Form von Protektionismus. Wir hatten hier noch ein kleines anderes Thema uns aufgeschrieben, das wir auch nochmal Ihnen ganz kurz vorwerfen wollten. Also es gibt die Ankündigung der EU-Kommission, ein Defizitverfahren gegen Italien und die italienische Regierung anzustrengen. Können Sie mal uns ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat, warum wir uns darüber Gedanken machen sollen? Italien wird wahrscheinlich ein Defizitverfahren haben von der Europäischen Kommission, weil das Land oder die Regierung sich nicht an die gemeinsamen Regeln hält. Die gemeinsamen Regeln, das sind die Fiskalregeln, sagen, ein Land darf nicht mehr als 3% der Wirtschaftsleistung an neuen Schulden machen, also an Defizit pro Jahr haben. Jetzt haben die italienische Regierung und die Vorgängerregierung ein Abkommen gemacht mit der Europäischen Kommission, gesagt, wie kann man denn hier das Defizit wieder abbauen? Und das hat Italien, jetzt die neue Regierung, nicht eingehalten. Die wahrscheinliche Defizit für dieses Jahr wird wahrscheinlich um die 3,5% sein. Man wird also diese 3% bei weitem übertreffen. Und da ist jetzt die Europäische Kommission in der Pflicht zu sagen, so nicht. Wir haben hier Regeln, die muss man einhalten. Wenn es einen guten Grund gibt, diese Regeln zu brechen, weil ihr jetzt irgendwie einen unerwarteten Einbruch der Wirtschaft hattet, dann können wir darüber reden, aber das ist in Italien jetzt nicht unbedingt der Fall. Ja, die Wirtschaft ist schwach, aber ist jetzt nicht unbedingt schwächer geworden. Und da kommt es zum Konflikt und die italienische Regierung hat klar gesagt, wir werden uns da nicht halten. Es ist uns egal, was die Kommission sagt. Wir gehen hier auf Konfrontationskurs und ähnlich wie Donald Trump, ja, will die italienische Regierung davon einheimisch profitieren, um letztlich Europa als Sündenbock darzustellen für die schwierige Lage oder die schlechte Lage in Italien. Und die Lage in Italien ist miserabel. Sie haben hohe Arbeitslosigkeit von über 10%, zum Teil 30% Jugendarbeitslosigkeit. Und wenn die italienische Regierung jetzt sagen würde, okay, wir wollen hier Geld in die Hand nehmen, um Jobs zu schaffen, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen, dann wäre es, glaube ich, nochmal was anderes. Aber das, was in Italien im Augenblick passiert, ist, dass halt viel Geld für Wahlgeschenke ausgegeben wird. Und da ist dann die Europäische Kommission als Hüter der gemeinsamen Regeln in der Pflicht zu sagen, so nicht. Ihr müsst hier schon einen konkreten Plan vorlegen, wie ihr eure Wirtschaft wieder auf Vordermann bringt und die Grenzen und die Regeln wieder einhaltet. Ja, vielen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Marcel Fratscher, der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Sehr gerne. Wir dachten ja alle, die CDU kann nicht mit sozialen Medien und stellt sich raus, sie kann doch. Dank Julia Klöckner, CDU, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Die hat diese Woche einen Tweet rausgehauen, der doch recht steil und viral ging. Nämlich hat sie sich vor die Kamera gestellt mit dem Chef von Nestle, dem weltgrößten Ernährungskonzern. Und ich denke, Rezo, der YouTuber, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der hat getwittert. Und ich glaube, er hatte recht, wenn er schreibt, dieses Video hätte er bei YouTube mit Werbung kennzeichnen müssen. Und damit alle wissen, worüber wir reden, hören wir uns dieses schöne einminütige Video, was Julia Knöckler und der Nestle-Chef bei Twitter, also im offiziellen Twitter-Kanal des Ministeriums verbreitet haben, noch einmal ganz kurz an. Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist, ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit? Und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben. Und ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die Bürger gerne mögen. Ja, also wir unterstützen die Reformulierungsstrategie der Ministerin sehr, sehr gerne. Wir machen das ja auch schon seit ein paar Jahren und werden auch in der Zukunft deutlich Salz, Zucker und Fette reduzieren.
Jetzt haben wir in den letzten Jahren ca. 10% reduzieren können. In der Zukunft kommen sicherlich nochmal 5% dazu. Sind wir damit zufrieden? Nein, ich glaube, es muss schneller gehen. Das heißt, auch unsere Innovationen müssen einen Beitrag liefern. Und ja, darüber haben wir uns heute ausgetauscht. Das war das vollständige Video. Ich finde, natürlich regen sich jetzt alle drüber auf, wie kann sich die Frau, eine Ministerin, so mit einem Firmenchef vor die Kamera stellen. Das Problem geht, glaube ich, tiefer, da sagen wir gleich noch ein bisschen was dazu. Aber zunächst muss man, glaube ich, mal wissen, das geht hier nicht um Petitessen, sondern es geht um in erster Linie den Gehalt von Zucker im Essen, in unserer Ernährung. Und das, was große Konzerne, wie zum Beispiel Nestle, dort reinmischen. Also es gibt von der WHO aus dem Jahr 2018 die Ansage. Das ist die Weltgesundheitsorganisation, ne? Genau, WHO ist Weltgesundheitsorganisation, die sagen, seit 1975 hat sich das Übergewicht fast verdreifacht. Jetzt ist natürlich Übergewicht nicht zwingend nur mit Zucker verbunden, aber Zucker spielt natürlich eine riesige Rolle. Und es gibt halt Berechnungen, wo nach denen halt die Gesundheitsschäden, Diabetes etc., Übergewicht in die Hunderte von Milliarden gehen, die da die Volkswirtschaften tragen müssen, weil diese Konzerne eben tatsächlich so viel Zucker in alle möglichen Nahrungsmittel reinmachen. Es gibt auch im Lancet, so einer Wissenschaftszeitung, wurde dazu aufgerufen, so einen weltweiten Vertrag auszuhandeln, der Zucker ähnlich attackiert wie Tabak. Also für Tabak gibt es so einen Vertrag, der halt Tabak zurückdrängen will mit bestimmten Restriktionen, und sowas müsste es auch für Zucker geben. Ja, es gibt ja durchaus eine ganze Reihe von möglichen Maßnahmen. Es ist jetzt ja durchaus nicht so, dass man quasi dieser Epidemie, ja, der Übergewichtigkeit schutzlos oder hilflos ausgeliefert wäre. Also inzwischen haben ja über 20 Länder eine Verbrauchssteuer auf Softdrinks. Ja, Softdrinks, also extrem zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, spielen einfach eine sehr große Rolle beim zu hohen Zuckerkonsum der Menschen. Es gibt die Möglichkeit, Lebensmittel auch zu kennzeichnen dafür, ob sie extrem viel Zucker, Fett oder Salz enthalten. Besonders plastisch sind dabei sogenannte Ampelkennzeichnungen. Ja? Also ob ein Lebensmittel grün, gelb oder rot gekennzeichnet ist, das ist einfach für viele Menschen ein sehr klares Signal, ob das jetzt gesund ist, das zu essen oder zu trinken oder eben auch nicht. Oder man könnte natürlich auch versuchen, finanzielle Anreize zu setzen. Also eine Möglichkeit wäre, die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse zu senken. Oder, um mal ein bisschen härter durchzugreifen, könnte man auch versuchen, Werbung für unausgewogene, ungesunde Produkte zu verbieten, die sich spezifisch an Kinder richtet. Ja? Also denken wir an so die klassische Werbung für das Überraschungsei oder so, eine klassische Werbung an Kinder. Und das, obwohl so ein Überraschungsei, das ja im Prinzip nur aus Schokolade und Plastik besteht, ganz sicher nicht gesund ist. Das sind so ein paar Maßnahmen, die auch die WHO fordert, die verschiedene NGOs fordern, wie Foodwatch. Und es gibt eben auch schon Länder, die einiges davon umgesetzt haben. Ne? Also in Großbritannien gibt es diese Lebensmittelkennzeichnung. Es gibt eben, wie gesagt, in vielen Ländern diese Verbrauchssteuer auf zuckerhaltige Softdrinks. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Bewegung und durchaus die Erkenntnis, dass Zucker zum echten Problem geworden ist. Ich will nicht sagen nur in Deutschland, aber in Deutschland sagt Klöckner, die dafür verantwortlich ist, nein, Lebensmittelampel, irgendwelche Kennzeichnung wollen wir nicht, Zuckersteuer wollen wir auch nicht. Sie setzt stattdessen auf die, wie sie das im Video auch nannte, nationale Reduktions- und Innovationsstrategie, was unterm Strich letztlich darauf hinausläuft, dass sich die Industrie selbst verpflichtet, Zucker zu reduzieren. Diese Strategie, und deswegen und nur deswegen gibt es dieses Video, diese Strategie wurde Ende 2018 vom Ministerium verabschiedet und soll eben seit Anfang 2019 umgesetzt werden, also ungefähr seit einem halben Jahr. Und diese Strategie sieht Folgendes vor. Die Strategie sieht vor, dass bis Ende 2025 Zucker um mindestens 20% in Frühstückszerealien, ja, das sind also so Müslis zum Beispiel oder Cornflake-Produkte oder so, für Kinder umgesetzt werden soll. Und in Erfrischungsgetränken und Kinderjoghurts sollen mindestens 15 bzw. 10% weniger Zucker enthalten sein. Aber das Ganze, muss man sich immer vor Augen führen, soll eben gerade ohne irgendwelche wirklich strikten Regulierungen stattfinden. Stattdessen soll es im Grunde damit getan sein, dass die Ministerin bitte, bitte sagt und der Chef von irgendwelchen Lebensmittelkonzernen sagt, ja, okay, machen wir so. Ne? Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist im Grunde so eine Form organisierten Nichtstuns, denn so eine Selbstverpflichtung reicht ja eben gerade nicht aus. Das zeigt das Beispiel aus den Niederlanden, und auch die Ziele sind viel zu niedrig gesteckt. Ne? Philipp, wenn man das mal durchrechnet, also Kindermüslis enthalten ja nach einer aktuellen Untersuchung der Organisation Foodwatch immerhin noch 30% Zucker. Ja? Also nicht alle, ne? Aber es gibt viele. Manche. Es gibt viele, also wie gesagt, Müslis für Kinder, gab es viele Produkte, die um die 30% Zucker enthalten. Und wenn man da jetzt, ne, so die Selbstverpflichtung, 20% reduziert bis 2025, das ist in
6 Jahren. Ja, dann heißt das, du hast 100 Gramm Müsli, davon sind 30 Gramm Zucker. Ja, ein Riesenhaufen. Das ist ein Haufen Zucker, sowieso schon. Ja, und diese 30 Gramm Zucker, die sollen bis 2025 um 20% reduziert werden. Das heißt, um 6 Gramm. Das heißt, auch 2025 hast du in diesem Müsli für Kinder immer noch 24 Gramm Zucker. Und das ist einfach zu viel. Und Klöckner, die kämpft halt wie eine Löwin gegen diese Lebensmittelkennzeichnung. Du hast gesagt, Ampel. Ampel meint eigentlich, so habe ich das zumindest kennengelernt, dass nur schädliche Inkredenzien gekennzeichnet werden. Zucker, Fett zum Beispiel, ne? Viel Zucker, genau. Rot, mittelmäßig Fett, Gelb. Aber es gibt ja dieses Konzept des Nutri-Scores. Ja, also das bedeutet einfach, wie auf Kühlschränken hast du so eine Kennzeichnung A bis E, A super gut, E eher schlecht und es ist farblich unterlegt von grün bis eben rot. Aber eben anders als die Ampel werden da nicht nur schlechte Stoffe markiert, das hatte auch die Lebensmittelwirtschaft immer kritisiert als irreführend, sondern der Nutri-Score, der verrechnet gute und schlechte Stoffe zu einem Wert. Also es wird nicht nur Fett und Zucker mit einberechnet, sondern auch zum Beispiel besonders viel Ballaststoffe oder sowas, also Dinge, die gut sind. Das wird sozusagen gemittelt und daraus wird dann dieser Wert gebildet. Und das könnt ihr euch auch auf dem Kapitelbild, auf dem Telefon angucken, also wie das so ungefähr aussehen soll, habe ich mal so reingepackt, so ein Bild. Und Klöckner sagt, na, das müssen wir erst nochmal forschen und es gibt noch nicht die perfekte Kennzeichnung. Und dazu sagt Luise Molling von der Nichtregierungsorganisation Foodwatch auf BR2, also im Bayerischen Radio, in einem Interview, das wir auch verlinkt haben, Folgendes. Wir verstehen es wirklich nicht ganz, weil es gibt wirklich so viele, über 30 wissenschaftliche Studien, die die Wirksamkeit des Nutri-Score belegen. Es gibt wohl kein Kennzeichnungsmodell, das eine solidere wissenschaftliche Basis vorweisen kann. Es ist in 3 europäischen Ländern bereits eingeführt. Etliche Handelsketten in Europa bringen den Nutri-Score bereits in die europäischen Supermarktregale. Etliche Unternehmen haben sich dazu bekannt. Also wir haben hier wirklich die Chance, in Europa endlich voranzukommen und zu einem einheitlichen, verpflichtenden Modell zu kommen. Und anstatt, dass Frau Julia Klöckner sich jetzt wirklich diesem Trend anschließt und dem Nutri-Score die Chance gibt, sich wirklich durchzusetzen, sagt sie jetzt, ach, kein Modell ist optimal, wir müssen ja weiter forschen, weiterentwickeln und noch ein Modell auf den Markt bringen. Damit kommen wir nicht weiter. Wenn wir wirklich zu einem einheitlichen, verpflichtenden Modell kommen, dann sollten wir uns eben für den Nutri-Score entscheiden, der ja bereits erprobt ist und wirklich besonders verständlich ist und ja eben auch nachgewiesenermaßen zu einem gesünderen Einkaufsverhalten führt. Ja, genau. Also das muss man natürlich schon mal sehen. Es gibt einfach überhaupt keinen Grund dafür, diesen Nutri-Score nicht einzuführen, wenn man tatsächlich etwas tun will für gesundheitsförderndere Produkte oder für, sagen wir mal, Entscheidungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, mit denen sie etwas für ihre Gesundheit tun, ja. Entscheidungen beim Einkauf von Produkten und Entscheidungen über die eigene Ernährung. Aber das zeigt, denke ich, das ganze Problem. Ne? Wenn man sich dieses Video anguckt, das Frau Klöckner da mit dem Nestlé-Chef aufgenommen hat, klar, da kann man jetzt lange drüber streiten, ob das verbotene Werbung ist für Nestlé. Aber das eigentliche Problem daran ist, denke ich, dass in diesem Video die Wählerinnen und Wähler im Grunde getäuscht werden sollen. Ne? Weil Frau Klöckner so tut, als wenn sie tatsächlich wirksame Maßnahmen ergreifen wollte, um die Menschen zu gesunder Ernährung anzuhalten oder um den Menschen auch zu helfen, sich gesünder zu ernähren. Ja, man muss ja so einen Nutri-Score nicht beachten. Man darf ihn letztlich auch ignorieren, wenn man das denn tatsächlich will. Das will sie alles nicht. Sie will stattdessen letztlich wirkungslose und unambitionierte Selbstverpflichtungen einführen. Und das finde ich persönlich einfach total perfide. Und ich denke, dass die Diskussion um die Werbung bei diesem Video am eigentlichen Problem, nämlich den wirkungslosen Maßnahmen, vorbeigeht. Ja, und es ist, für mich steht das Video aber auch für ein Grundproblem dieser Regierung. Sondern es ist nicht, wie häufig gemunkelt oder immer kritisiert wird, die sind zu dicht mit den Lobbyisten. Ja, auch ein Problem. Das Grundproblem ist aber das Selbstverständnis von Klöckner und dieser Regierung. Die verstehen sich als Moderatoren, weißt du, zwischen verschiedenen Interessen. Die überlassen Lobbygruppen, die vermeintliche Lösung zu finden und zu suchen und drücken sich damit vor der Verantwortung. Das eine Beispiel ist diese Ernährung, das haben wir jetzt deutlich gezeigt. Das andere Beispiel, und das hattest du damals auch gesagt, als wir darüber geredet haben, ist diese Kohlekommission. Da hat uns ein Hörer nochmal auf ein Video aufmerksam gemacht, was wir auch verlinken, wo Ottmar Edenhofer, Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, einen ausführlichen Vortrag hält und eben auch unter anderem diese Kohlekommission nochmal auseinander nimmt. Und da hat er einen wichtigen Punkt gemacht, der hier genau reinpasst. Die Kohlekommission hat die Frage der CO2-Bepreisung, den wir
ja für so wichtig halten, explizit ausgeklammert. Und er hat auch erklärt, warum der dort ausgeklammert wurde. Nämlich, weil in dieser Kohlekommission nur Parteien saßen, die daran kein Interesse hatten, so einen Preis einzuführen. Denn wenn man so einen CO2-Preis einführt, dann scheiden Kohlekraftwerke aus, einfach weil sie sich nicht mehr rentieren, weil CO2 zu teuer wird. Wenn das aber passiert, dann können Gewerkschaften und Industrie und Kraftwerksbetreiber nicht zum Staat gehen und sagen, oh, wir hätten gerne eine Entschädigung. Sondern diese Entschädigung, das funktioniert nur, wenn das über ordnungsrechtliche Maßnahmen beendet wird. Wenn der Staat per Gesetz sagt, dieses Kohlekraftwerk wird jetzt abgeschaltet. Und dann kann die Industrie und die Gewerkschaften und auch die Provinz, also die Länder kommen und sagen, ja, dafür hätten wir gerne aber Milliarden von Entschädigung. Nur deshalb funktioniert das. Und in dieser Runde, in dieser Kohlekommission, da saß eben Greenpeace, die haben das mitgeschluckt. Ansonsten saßen da nur Leute, die kein Interesse daran hatten, dass CO2 einen Preis bekommt. Und das ist maßgeblich dafür, dass sich die Regierung sozusagen darum drückt, sich dem Gemeinwohl zu stellen und zu fragen, was sagt die Wissenschaft, wo muss es lang gehen und jetzt treffen wir die Entscheidung. So wie mit dem Atomausstieg. Sowas müssten sie mit dem Zucker machen, sowas müssten sie mit der Kohle machen und sagen, da geht's lang bitte, das ist die Maßnahme und wir hören euch alle an, aber am letzten Endes entscheiden wir und wir lagern die Verantwortung nicht aus in irgendwelche Kommissionen oder in irgendwelche Selbstverpflichtungen mit der Industrie. Ja, das liegt auch daran, weil diese Selbstverpflichtungen eben aus vielerlei Gründen nicht so richtig wirken. Ein ganz wichtiger Grund ist auch die Konstruktion von Aktiengesellschaften. Also der Vorstand einer Aktiengesellschaft darf einfach nicht freiwillig auf Gewinne verzichten. Ja, denn so, also da gibt es natürlich ganz bestimmte Spielräume, wo man das vielleicht seinen Aktionärinnen und Aktionären noch verkaufen kann. Aber wenn man da bestimmte Schwellen überschreitet und massiv auf Einnahmen verzichtet, dann gibt es auf der nächsten Hauptversammlung einen Aufstand. Und wenn man Pech hat, werden sonst auch noch Klagen eingereicht. Mit anderen Worten, Unternehmen sind in bestimmten Situationen sogar darauf angewiesen, dass tatsächlich gesetzliche Maßnahmen getroffen werden, weil sie gar nicht freiwillig sich, sagen wir mal, in einer bestimmten konformen Weise verhalten können. Deswegen müssen Regierungen Grenzen setzen. Wir sind ja sonst immer sehr dafür, Anreize zu setzen, aber es gibt einfach bestimmte Situationen, wo man mit solchen Anreizen alleine nicht mehr weiterkommt. Und Zucker ist eben eine Epidemie. Ne? Das führt zu dramatischen Gesundheitsschäden. Und wir im Grunde wissen auch alle, dass wir viel zu viel Zucker essen. Und also deswegen ist eine Lebensmittelkennzeichnung, die hier für Transparenz und für bewusstere Ernährungsentscheidungen sorgen kann, einfach ganz dringend erfordert. Ja, die Lebensmittelkennzeichnung, aber auch Höchstmengen für Zucker zum Beispiel, dass in Kindermüsli einfach nicht mehr als 10 Gramm drin sein oder 10% oder 10 Gramm drin sein dürfen. So, Punkt. Und Jürg Trittin, der hat das irgendwie im Spiegel, hat das irgendwie nochmal einen ganz guten Satz dazu gesagt, der wurde da interviewt und der wird zitiert mit den Worten, man muss Donald Trump eines zugestehen, er hat bewiesen, dass Politik gestalten kann. Was er macht, mag irre sein, aber er gestaltet politisch. Diesen Mut hat die Bundesregierung bis heute nicht. Ich finde, er hat recht. Er hat recht und ich denke aber, Mut ist natürlich jetzt auch nicht das alleinige Stichwort. Ne? Natürlich könnte Frau Klöckner das, aber sie will sich eben mit bestimmten Leuten auch nicht anlegen. Und insofern steht dieses Video nicht nur für die Mutlosigkeit von Frau Klöckner im Bereich Lebensmittelkennzeichnung, sondern es steht außerdem für einfach einen ganz bestimmten Kuschelkurs, wo man systematisch vermeidet, sich mit Industrieinteressen anzulegen und selbst dann, wenn dabei die Kinder geschädigt werden. Wir haben diese Woche einen ja wirklich erschreckenden Fall zur Kenntnis nehmen müssen. Der war wiederholt vor Gericht. Und zwar geht es um Nils Högel. Der ist in der vergangenen Woche vom Landgericht Oldenburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er als früherer Pfleger, ja, er wurde verurteilt wegen 85 Morden. Angeklagt war er wegen 100 Morden. Wie gesagt, verurteilt wurde er wegen 85. Er hat, die er begangen hat, zwischen 2000 und 2005 in Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst. Dort hat er, ja, wie gesagt, mindestens 85 Menschen zu Tode gespritzt. Möglicherweise hat er wesentlich mehr Morde begangen. Das Motiv konnte, sagt das Gericht, nicht so richtig bis zum Schluss aufgeklärt werden. Es ist einfach ein unfassbares Grauen. Wahrscheinlich, denke ich, der größte Serienmord der deutschen mindestens Nachkriegsgeschichte. Und warum wir das jetzt hier nochmal in die Lage genommen haben, war, sagen wir mal, so ein Gedanke von mir, als ich das so gelesen habe, was das so im Gerichtsverfahren gesagt wurde und was da so verhandelt wurde. Das ist natürlich, was heißt natürlich? Dass es immer wieder Verdachtsmomente gab. Also der hat natürlich einen enormen Medikamentenverbrauch gehabt. Der hat eine enorme Todesrate unter seiner Betreuung gehabt, ja, die alles übertroffen hat, was da in Kliniken sonst üblich war. Und es haben auch einige Kollegen, Kolleginnen Verdacht geschöpft. Aber offensichtlich ist niemand zur Polizei gegangen.
Ja, das ging ja so weit, dass er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Philipp, dass er sogar in einem Fall in ein Krankenhaus mehr oder weniger verlassen musste. Ne? Er wurde im Grunde weggelobt in ein anderes Krankenhaus, weil man einfach ein ganz mulmiges Gefühl hatte mit diesem Kollegen. Und ja, da haben wir uns beide überlegt, was muss man denn da eigentlich machen? Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, zur Polizei zu gehen, wenn man im Grunde auch nicht mehr in der Hand hat als einen vagen Verdacht. Ne? Denn das geht ja um extrem schwere Vorwürfe. Und auf einen letztlich doch vagen Verdacht hin zur Polizei zu gehen, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Denn natürlich ist das kollegial auch nicht so ganz einfach, wenn dann tatsächlich Ermittlungen angestellt werden und am Ende noch rauskommt, wer das gesagt hat. Aber es gibt ja auch eine ganze Reihe von institutionellen Vorsorgemaßnahmen, Philipp, was in Kliniken passieren kann, damit solche Fälle nicht so lange passieren. Das ist ja nicht der einzige Fall. Ne? Also das Landgericht Berlin hatte vor einigen Jahren einen ähnlichen Fall zu verhandeln, der in der Charité passiert ist. Da ging es nicht um ganz so viele Fälle, aber da hatte auch eine Krankenschwester an der Charité immerhin, ich meine, es waren 8 Morde begangen. Also auf jeden Fall eine ganze Reihe von Menschen zu Tode gebracht, bis es dann irgendwann aufgefallen ist. Die ist, wie gesagt, erfreulicherweise relativ früh aufgeflogen. Im Fall von Nils Högel hat es lange gedauert. Philipp, und deswegen gibt es schon bestimmte Maßnahmen, die getroffen werden können in Kliniken und die jetzt wohl auch teilweise schon umgesetzt werden. Ja, genau. Also wir haben das jetzt nicht so en detail recherchiert. Ich habe das jetzt nur mal quer gelesen, aber es gibt wohl zumindest in einigen Bundesländern Gesetze, die so Stationsapotheken vorschreiben, also ne, wo jede Station ihre Apotheke hat und wo auch genau Buch geführt wird über die Medikamente. Man sollte glauben, dass das sowieso schon der Fall ist, aber offensichtlich gibt es da noch Luft nach oben. Dann soll es so Mortalitätskonferenzen geben, also wo Todesfälle nochmal genauer untersucht werden. Stiftung Patientenschutz fordert anonyme Meldestellen für Verdachtsfälle, also dass es vor allen Dingen auch unabhängige und externe Anlaufstellen geben muss, wo sich eben anonyme Hinweisgeber melden können, wenn sie solche verdächtigen Vorkommnisse bei sich im Krankenhaus auf der Station beobachten. Wie gesagt, das haben wir jetzt nicht total durchrecherchiert. Was mich halt interessiert hat, ist diese Frage, gehen die Leute zu selten zur Polizei? Also ich musste da an, ist jetzt völlig anderer Hintergrund, aber schon auch selbes ähnliches Phänomen. Ich saß mal in Stralsund auf dem Marktplatz mit Freunden und dann hat ein Vater seinen Sohn geschlagen. So, und ich habe gesagt, wir rufen die Polizei, weil ist eine Straftat. Man darf seine Kinder nicht schlagen. Und alle so, ja, aber kannst du nicht gleich die Polizei rufen und so. Und ich dachte doch, wenn dieser Mann irgendwie das öfter macht, dann ist er schon mindestens aktengesichert, der wird ja nicht gleich verhaftet, sondern aber zumindest ist es eine Straftat und er kann sein Kind nicht schlagen und dann muss die Polizei da zumindest mal von erfahren. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt ist natürlich das ein völlig anderes Ausmaß, wenn jemand 85 Menschen oder wahrscheinlich noch mehr umbringt und die Leute kriegen das mit oder ahnen was und gehen nicht zur Polizei. Was gibt's da Kriterien? Also klar, anonyme Stellen, intern erstmal versuchen, was zu bewegen. Aber kann man so zur Polizei gehen und sagen, ey, ich habe da so einen Verdacht, ich weiß nicht, was ich damit machen soll? Also ich denke, das hängt einfach extrem vom Einzelfall ab. Ich glaube, man sollte sich selber einfach zunächst mal gut überlegen, was man denn tatsächlich berichten kann. Also die Polizei ist ja darauf angewiesen, dass man eben das Bauchgefühl, das man vielleicht hat, zurückführt auf möglichst fassbare, konkrete Umstände, ne, die man dann tatsächlich schildern kann. Und dann, denke ich, hängt es einfach sehr auch davon ab, wie geduldig, wie gut geschult, wie engagiert der Beamte, die Beamtin ist, mit der oder dem man es da direkt zu tun bekommt. Es gibt da keine klare Regel, aber im Zweifelsfall, denke ich, wenn man wirklich etwas beobachtet hat, wenn man etwas gesehen hat, wo man sagen kann, das stinkt mehr, das ist nicht mehr normal, dann kann man guten Gewissen zur Polizei gehen und insbesondere muss man dann auch keine Repressalien fürchten, wenn jedenfalls, also ich kenne nicht selber ein Strafverfahren oder so, wenn man sich dessen sicher ist, was man da beobachtet hat und wenn man eben bei seiner Schilderung auch bei den Fakten bleibt. Oder muss man da seinen Namen nennen und taucht man damit dann mit dem Namen in den Akten auf und die Kollegen erfahren davon? Das ist ein bisschen schwierig. Grundsätzlich mal wird man dann natürlich auftauchen mit seinem Namen, wenn man eine Strafanzeige stellt. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das die Polizei macht, wenn man sagt, ich will ausdrücklich anonym bleiben, ob das akzeptiert wird, ob dann tatsächlich überhaupt eine Strafanzeige aufgenommen wird. Muss ich gestehen, weiß ich nicht so richtig, ob das funktioniert. Also ich denke, dass da zumindest ein großer Druck aufgebaut werden wird, den Namen doch zu sagen, weil man ja gegebenenfalls auch als Zeuge oder als Zeugin benötigt wird. Also das kann ich nicht mit Sicherheit
Sicherheit versprechen, wie das klappt. Ich würde vielleicht in besonders heiklen Fällen auch eher sogar direkt zur Staatsanwaltschaft gehen. Die Staatsanwaltschaften haben nämlich alle Sprechstunden und dann bekommt man es mit und haben zum Beispiel auch immer einen Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin vom Dienst. Das heißt, da bekommt man es dann direkt mit einer Juristin oder einem Juristen zu tun. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die grundsätzlich irgendwie, wie soll ich sagen, besser geeignet sind als Polizeibeamte zur Aufnahme von Anzeigen. Die Polizei ist dafür ja genauso zuständig wie die Staatsanwaltschaften auch. Aber bei der Staatsanwaltschaft haben die Menschen dann direkt einen juristischen Blick darauf. Das ist vielleicht gerade in so besonders heiklen Fällen, wenn man überhaupt nicht weiß, wie man das einsortieren soll, der Weg, um mit solchen Situationen umzugehen. Mhm. Gut, wir haben einen weiteren Mord, wie versprochen. Wir haben ja drei Fälle diese Woche, drei Komplexe. Das ist jetzt auch so ein Ding, wo wir auch überlegt haben, was machen wir jetzt damit? Also da geht es um diesen Regierungspräsidenten in Nordhessen übrigens. War ein Leser- oder Hörerhinweis, ne? Kam mehrfach rein, so als Hinweis. Vielleicht nochmal ganz kurz, es ist für uns total klasse, wenn ihr das direkt in die Kommentare schreibt. Jetzt kam, wie das sonst ja auch selber immer erstmal wieder irgendwie verarbeiten müssen. Also es kam jetzt mehrfach dieser Hinweis per Mail. Es ist aber viel praktischer, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, auch wenn es zur aktuellen Folge nicht passt. Das macht nichts. Schreibt es trotzdem in die Kommentare, denn dann lesen es eben auch viele, viele andere Hörerinnen und Hörer und können es selber kommentieren, können häufig auch noch Links beitragen. Das heißt also, wir bekommen ein Thema oder eine Idee von euch quasi viel besser aufbereitet, um sie dann redaktionell aufzugreifen, wenn ihr es direkt in die Kommentare schreibt. Das ist der allerliebste Weg. Und wie gesagt, es macht gar nichts, wenn es eine neue Idee ist, die mit der aktuellen Folge nichts zu tun hat. Genau, und das Polizeipräsidium Nordhessen schreibt in der Pressemitteilung, Zitat, es geht um ein Tötungsdelikt zum Nachteil von Regierungspräsident Dr. Lübcke. Das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, denn der Regierungspräsident von Kassel wurde erschossen, nämlich er verstarb im Krankenhaus. Auf ihn wurde geschossen, hatte eine schwere Kopfverletzung, lag auf seiner Terrasse. Sein Sohn hat ihn gefunden und es wurde ein Projektil gefunden. Die SOKO ermittelt jetzt mit 20 Leuten. Was viel ist. Er war halt Regierungspräsident und hat sich halt sehr für Flüchtlingsunterkünfte eingesetzt und hat sich auch mit den Rechten angelegt. Also er sagte dann auch mal zu Flüchtlingsgegnern, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, der könne das Land auch verlassen. Das hat ihn also in den Fokus von Rechten gebracht. Er hat Morddrohungen erhalten, er stand unter Polizeischutz und nun wurde er also erschossen. Und die SOKO ist auch ins Fernsehen gegangen, gab also eine Sendung bei Aktenzeichen XY ungelöst und wo also nach Hinweisen gefahndet wurde und um Hinweise gebeten wurde. Und wir haben das jetzt hier nochmal reingenommen, weil der Impuls, den wir auch hatten, ist doch eine klare Sache. Denn im Nachklang dieses wahrscheinlich Mordes, man weiß es nicht, also dieses Verbrechens, kann man sagen, auf Selbstmord deutet bisher nichts hin, weil keine Waffe gefunden wurde. Aber die Schadenfreude in rechten Medien und der Jubel in rechten Medien ist unübersehbar groß. Und da lag natürlich zumindest so der Verdacht nahe, ist doch klar, die Nazis haben ihn erschossen. Und da muss man klar sagen, nach allem, was wir bisher wissen, was öffentlich bekannt ist, ist das nicht mehr als eine Arbeitshypothese? Die Polizei sagt, sie ermittelt natürlich auch in diese Richtung, weil sie nicht wieder in diese NSU-Falle tappen will. Also 10 Morde passiert und die Polizei sagt, oh, die Nazis haben damit nichts zu tun, das war die Mafia. Sie ermitteln auch in diese Richtung, aber solange es da eben keine festen Hinweise gibt, die in diese Richtung deuten, ist es nicht mehr als eine Theorie. Ja, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir das nochmal aufgegriffen haben, weil so der Spin, mit dem einige Leute uns diesen Fall geschildert haben, war immer so, hier wird ja wieder eine faschistische Gewalttat unter den Teppich gekehrt, jetzt mal etwas pointiert formuliert. Und ich glaube, das ist einfach zu früh. Das, wie Philipp sagt, es liegt natürlich wahnsinnig nah, denn auch die Privatanschrift von Herrn Lübcke wurde in irgendwelchen rechtsradikalen Blogs veröffentlicht, oder auf rechtsradikalen Facebook-Seiten und so. Also es gab schon ganz eindeutige Aufrufe, den Mann zu schaden oder, wenn man so will, den Mann auch umzubringen. Aber trotzdem kann es halt auch alle möglichen anderen Gründe gegeben haben, vom Familiendrama bis, wir wissen es einfach nicht, oder ein ganz einfacher Raub
Raubmord oder was immer das gewesen ist. Ja? Also wir müssen uns da einfach zurückhalten und auch an dieser Stelle, denke ich, ist es einfach zu früh, tatsächlich die Medien zu schelten. Ich denke, ganz im Gegenteil, ist es sehr verantwortungsbewusst, über diese Tat zu berichten, als das Drama, das es ist. Ja? Ein politischer Verantwortungsträger ist ums Leben gekommen. Repräsentant des Staates. So, deswegen, Repräsentant des Staates, das muss man auf jeden Fall berichten, aber es ist zugleich richtig, diese Tat nicht als rechtsradikalen Mord einzusortieren, weil wir es einfach nicht wissen. Das kann sein, aber es ist eben alles andere als erwiesen und ich halte das für sehr vernünftig, die Tat nicht in diese Richtung zu rücken, denn mal ganz ehrlich, stellen wir uns mal vor, es kommt irgendwann raus, dass es sich doch um eine völlig unpolitische Tat gehandelt hat, dann stärkt das nur wieder die Opfermythen auf der rechten Seite und irgendwelche undifferenzierten Angriffe gegen die Medien, Stichwort Vorverurteilung. Insofern glaube ich, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, wie die Medien da bislang mit diesem Fall umgegangen sind. Und das gilt auch für den letzten Fall, den wir euch hier zumuten müssen? Ja, ganz genau. Auch ein wirklich furchtbarer Fall. Drei junge Männer im Alter von 22 bis 27 Jahren haben einen vierten Mann brutal zu Tode geprügelt. Das Opfer lebte offen homosexuell. Es handelt sich wohl nach dem Tatbild um eine außerordentlich brutale Tat und Homophobie bzw. rechtsradikale Gesinnung der drei Täter liegt als Motiv nahe. Das Landgericht Chemnitz verurteilte in Anführungsstrichen nur wegen Totschlags die drei Angeklagten zu 11 bis 14 Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte jedenfalls für einen lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes aus Heimtücke verlangt. Der Staatsanwalt sprach in seinem Plädoyer sogar vor einem Massaker. Und dieses Urteil wird gleichwohl als zu milde kritisiert, unter anderem von der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie in Sachsen, ja, also RAA abgekürzt, eine Organisation, die sich gegen Rechtsradikalismus engagiert. Die spricht von einem klaren homophoben Motiv und es sei doch unerklärlich, warum keine Tötung aus niedrigen Beweggründen angenommen worden sei. Sprich Mord. Das wäre dann ein Mordmerkmal und auch in sozialen Medien fand sich diese Kritik. Ja, ist das Gericht mal wieder auf dem rechten Auge blind? Und es kamen so diese klassischen Vorwürfe, typisch Sachsen und so weiter und so weiter. Und ich würde aber denken, diese Bewertung ist vorschnell und in Teilen auch völlig falsch. Also zunächst mal muss man sagen, die Haftstrafen, die verhängt worden sind, sind innerhalb des Strafrahmens für Totschlag sehr hoch. Ja, der Rahmen reicht von 5 bis 15 Jahren Freiheitsstrafe. Mit 11 bis 14 Jahren wurde dieser Strafrahmen fast ausgeschöpft. Was jetzt die Vorstrafensituation war bei den drei Angeklagten, habe ich der Presse nicht entnehmen können. Aber wenn die nicht schon erheblich vorbelastet waren strafrechtlich, dann hat das Gericht ist das Gericht da schon an die Grenze dessen gegangen, was man tatsächlich noch irgendwie plausibel begründen konnte. Aber warum war das denn kein Mord? Genau, und das ist eine wichtige Frage, die auch immer wieder in den Kommentaren kommt, deswegen haben wir sie nochmal aufgegriffen. Ein Mord ist zunächst mal eine vorsätzliche Tötung. Nicht entscheidend ist aber, ob die Tat geplant war. Ja, das ist also eins der hartnäckigsten juristischen Gerüchte, glaube ich, in Deutschland, ja, dass ein Mord eine Tötung ist, die vorausgeplant war. Und das ist aber falsch. Ja, das kommt wahrscheinlich aus US-amerikanischen Serien, ja, im amerikanischen Strafrecht diese sogenannte Premeditation, ja, also der langfristig und kaltblütig geplante Mord, so ein relevantes Kriterium, das ist in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland kann auch eine sehr spontane Tat als Mord rechtlich zu qualifizieren sein. Ja, also in Deutschland ist erforderlich, dass eine vorsätzliche Tötung eines Menschen außerdem bestimmte Mordmerkmale erfüllt. Da gibt es zum einen tatbezogene Mordmerkmale, ja, die also das Tatbild, die Tatausführung betreffen und dann gibt es subjektive, die so die Gedanken und Motive des Täters beschreiben. Und im konkreten Fall in Chemnitz oder in Aue ist es ja passiert, vor dem Landgericht Chemnitz ist verhandelt worden, wären denkbar zum Beispiel die Heimtücke. Ja, das war also die Theorie, die die Staatsanwaltschaft verfolgt hat, hinsichtlich eines der drei Täter. Außerdem sehr naheliegend in der Tat, nach dem, was man so in der Presse lesen kann, niedrige Beweggründe. Ja, also, Homophobie wäre sicherlich ein, ne? Ja, also ich habe ehrlich gesagt kein Urteil finden können, dass das ausdrücklich ausspricht. Ich habe nur eine Pressemitteilung gefunden der Staatsanwaltschaft in Ulm, die mal eine aus Ausländerhass begangene Tat in ihrer Anklage als aus niedrigen Beweggründen begangen bewertet hat. Das ist natürlich noch kein Urteil, aber ich denke, das ist relativ naheliegend, denn Ausländerhass ist tatsächlich anerkannt und Homophobie dürfte da also nicht anders zu bewerten sein. Und ein klassisches Merkmal, das auch hier in Betracht kommen könnte, wäre Grausamkeit. Ja, also wenn im Zuge der Tötung weit mehr als die quasi in Anführungsstrichen erforderlichen Schmerzen zugefügt werden. Und hier ging es immerhin um ein 20-minütiges Martyrium. Also diese Mordmerkmale liegen nach dem, was man in der Presse sehen kann, tatsächlich nahe. Aber, Philipp... Wir waren nicht dabei. Genau, das ist es einfach. Ne? Klar, das Urteil klingt komisch, aber es kann natürlich auch ein falsches Urteil sein.
Klar, es kann tatsächlich falsch sein, aber ich glaube, man muss da einfach sehr vorsichtig sein, weil wir nicht im Saal waren, wir kennen die Akten nicht, wir wissen nicht, was die Zeugen gesagt haben. Und ich meine, selbst wenn das Urteil tatsächlich falsch sein sollte, ja, selbst dann muss nicht das ganze Gericht auf dem rechten Auge blind sein. Ja, man muss natürlich immer sehen, in so eine Schwurgerichtskammer besteht aus 5 Menschen, 3 Profis und 2 Schöffen, also Laienrichterinnen und Laienrichter. Und wenn zum Beispiel jetzt 2 Schöffen einfach aus irgendwelchen Gründen mit den Rechtsradikalen sympathisieren und einfach sagen, nö, das war kein Mord, egal was ihr mir hier sagt, dann können die 3 Profis alleine auch dann nicht auf Mord erkennen, wenn sie davon hundertprozentig überzeugt sind. Das muss man sich, das ist reine Spekulation, ja. Aber es gibt also alle möglichen Gründe, warum auch ein absolut irgendwie auf dem rechten Auge blindes Gericht möglicherweise nur wegen Totschlags verurteilt hat. Und außerdem muss man immer sagen, man darf Urteile nicht allein aufgrund von Presseberichten kritisieren. Ja, diese eine Hauptverhandlung in einer Schwurgerichtssache dauert viele Tage. Und nur dann, wenn man wirklich immer dabei war, hat man überhaupt eine Vorstellung davon, was wirklich Grundlage des Urteils war. Und selbst dann kennt man die Akten nicht. Na, die sind zwar als solche nicht Urteilsgrundlage, aber natürlich haben die Profis das auch immer im Hinterkopf, was in den Akten gestanden hat. Das ist natürlich auch von einem Plus auf die Fragen, die zum Beispiel Zeugen gestellt werden. Und das Urteil kann auch ehrlich gesagt nur einfach besonders sorgfältig gewesen sein. Denn man muss ja sich mal überlegen, es geht um 3 Menschen und deren Motivlage jeweils im Einzelnen aufzuklären, das kann extrem schwer sein. Und es kann tatsächlich einfach so gewesen sein, dass im Nachhinein nicht mehr aufzuklären war, ob die Tat tatsächlich aus niedrigen Beweggründen, also aus Hass auf Schwule zum Beispiel, begangen worden ist. Und man muss sich immer vor Augen führen, im Zweifel für die Angeklagten. Ja, wenn es ein Bündel war, wenn die Kammer einfach nicht so richtig wusste, warum jetzt der Einzelne gehandelt hat, wenn das Motiv letztlich nicht aufklärbar war, dann ist es die rechtliche Pflicht der Kammer dann auch tatsächlich im Zweifel auf in Anführungsstrichen nur Totschlag zu erkennen. Also deswegen, ich finde deswegen die Kritik an diesem Urteil, die in den sozialen Medien insbesondere so sehr, sehr deutlich ausgefallen ist, wirklich heikel. Ja, ich finde, man sollte jetzt nicht dieses eine Urteil kritisieren, sondern man sollte stattdessen besser sagen, Vorsicht, ja, Hass auf Schwule ist furchtbar, darf auf gar keinen Fall kleingeredet werden und zugleich aber, denke ich, besteht jedenfalls aufgrund dieses Urteils kein Grund zur Panik, dass irgendwie die Justiz in Sachsen generell auf dem rechten Auge blind ist. Es gibt in Sachsen bedenkliche Tendenzen, gerade bei der Polizei, aber dieses Urteil ist aus meiner Sicht vielleicht ein Warnsignal, aber es muss wirklich nicht falsch gewesen sein und darauf sollte man nicht rumhacken. In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage ist auch für diese Woche abschließend ausführlich verurteilt, beurteilt. Und gehört hat und zusammengekehrt. Genau. Sehr schön. Genau, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir müssen hier etwas mit Urlaub und Ferien und so jonglieren. Deswegen gibt es die nächste Lage erst Sonntagabend. Das müssen wir immer so ein bisschen machen. Aber ich denke, das werdet ihr verkraften. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für die Kommentare und die Spenden und eure Abos, die ihr abschließt unter Gügenstudio/plus, um die Lage werbefrei empfangen zu können. Das soll es gewesen sein. Lange Ausgabe. Danke fürs Zuhören. Ihr habt die Kapitelmarken. Bis dahin. Ciao. Tschüss.